Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einem Verein gespielt. Kickersambach. Und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Immer locker, locker und Ellbogen. Immer locker. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir sehen, dass wir schnell. Ja, dann sage ich hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Das Ganze aus Pirmasens. Der OFC gastiert bei Die Club. So heißt es ja hier. Die Club, nicht der Club. Nein, FK Pirmasens, alter Traditionsclub. Gab es ja früher schon die Duelle in der zweiten Liga Süd. Ja, heute große OFC-Fan-Radio-Live-Übertragung. Und an dieser Stelle darf ich ihn begrüßen, meinen Kollegen Kaspar Lauk. Da ist er. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo liebe Leute. Wir sind hier auf der Husterhöhe und hier heißt es, dass es hier immer ein paar Grad kühler wäre als so überall sonst. Das ist gelogen. Pirmasens. Aber gut, dann Gnade denen, die jetzt gerade überall sonst im Pirmasens sind. Die Sonne, die zimmert uns hier runter, rauf auf die Rübe. Und wir hoffen, dass wir hier ohne Sonnenbrand und sonstige Schäden davonkommen und für euch das Spiel hier über 90 Minuten übertragen können. Hochsommerliche Temperaturen, sengende Hitze. Aber unsere Jungs, die kommen da gleich aus dem Schatten dann herausgelaufen. Und wir würden euch gerne schon ein bisschen die Aufstellung zeigen. Das ist aber noch nicht möglich. Sobald das möglich ist, melden wir uns gleich wieder bei euch. Und bis dahin könnt ihr dem Hermann noch ein bisschen zuhören. Denn der Hermann, der hat immer was zu sagen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einem Verein gespielt. Kickersambach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Immer locker, locker und Ellbogen. Immer locker. Vergessen, geht wieder bei Null los und da müssen wir sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen, vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Hop. Vor dem Abschluss. Die Vorentscheidung zugunsten der Gegner ist gefallen. Hopp.
nächsten Netz springen. Hopp. Hopp. Von 1946 aktiv bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in Anfang ein Spiel gesagt. Hopp. 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 Vor der nächsten Letzbring. Hopp. Hopp. Vor der nächsten Letzbring. Hopp. Hopp. Und auf Wiedersehen, bis Donnerstag, 8.30 Uhr. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang ein Spiel gesagt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Was war, ist vergessen, geht wieder bei Null los und da müssen wir halt sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Vor der nächsten Letzbring. Hopp. 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 Vor dem Abbruch. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946
bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickersambach, Kickersambach, Kickersambach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei 0 los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Hopp. Und der nächste, rechts springen. Hopp. Hop. Aktiv. Kickersambach. Hermann Nuba erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, geschieht 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Auf Wiedersehen, bis Donnerstag, 8:30 Uhr. So, ihr Lieben, dann sage ich nochmal Hallo und herzlich willkommen. Jetzt seid ihr live dabei, jetzt schon. Und das seht ihr, das ist unsere Aufstellung, die zumindest die zweite Garnitur bilden. Also das ist die Ersatzbank. Und wir versuchen auch mal schnell, genau, hier unsere Aufstellung rein. Da musst du das hier rausmachen. Ja, genau. So, und da schauen wir mal, ob das die aktuelle Aufstellung ist. Und da kann der Kasper mal schauen. Ja, also das ist die Aufstellung, die aktuelle und die von der letzten Woche. Also wir haben Flauder im Tor, dann haben wir eine Viererkette, Marcos, Karpstein, Jelinecki und Calabrese. Das haben wir auch so auf unserem Aufstellungsbogen drauf. Ja genau, dann da haben wir einen Sechser, Luigi Campagna, auch das passt soweit. Dennis und Vierrad, auch das passt. Und auch die Außenbahnen, Tuma, Sobotta und Fetsch. Auch das ist genau wie gegen Groß Asbach. Okay, wunderbar. Dann basteln wir für euch jetzt noch schnell was zusammen und dann sind wir gleich wieder für euch da. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und
Ich hab nur ihn einfach angespielt. Kick jetzt auf den Bach, jetzt auf den Bach, jetzt auf den Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay, un Elbe. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Und der nächste, let's bring. Hopp. Hopp. Hop. Vor dem Abschluss. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur ihn einfach angespielt. Kick jetzt auf den Bach, jetzt auf den Bach. Zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay, und Elbe. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp.
Hop. Vor den nächsten Rechtspringen. Hop. 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 Ja, dann sage ich nochmal Hallo und herzlich willkommen all denen, die sich jetzt erst eingeschaltet haben. Wir sind natürlich schon live für euch da, immer das schnellste Medium rund um den OFC, das OFC-Fanradio. Kaspar Lauk, hallo und herzlich willkommen. Hallo, liebe Leute, die ihr jetzt, wo auch immer ihr jetzt gerade sitzt und zuhört, wir grüßen aus Pirmasens von der Husterhöhe. Und wir haben die Aufstellung, das ist das, was euch interessiert. Genau, und da können wir jetzt schon mal sagen, für die Chronisten, letzte Woche war es, oder in Groß-Asbach war es genau dieselbe Aufstellung, wie die wir heute haben. Also wir haben im Tor Stefan Flauder, der auch gleichzeitig der Kapitän ist. Dann haben wir ein 4-3-3 in altbekannter Besetzung. Das heißt, wir haben eine Viererkette aus Ronny Marcos, Malte Karpstein, Sebastian Jelinecki und Francesco Calabrese. Davor haben wir einen Sechser, Luigi Campagna, dann zwei Achter mit Serkan Firat und Tunay Dennis, zwei Außenbahnspieler, die natürlich auch immer mal wieder Positionen wechseln mit Davut Tuma und Marcel Sobotta und Matthias Fetschi-Fetsch im Sturm. So ist es, und du wirst es nicht glauben, wir können nochmal nachlegen. Dominik Trabant wäre mit dabei fürs Tor. Tim Diersen ist da richtig im Kader mit dabei. Mit der Nummer 4 Luka Garic, Jakob Lemmer, Dennis Susan Basic, also Jugendforsch sozusagen. Und Florent Boyer, ja gut, der gehört nicht jetzt zu Jugendforsch, aber Lukas Albrecht, der ist auch noch mit dabei. Also das heißt, wir haben auf allen Positionen nochmal die Chance, etwas nachzulegen. Und wir haben sogar einen Gegner. Da müssen wir jetzt genau den Gegner auch mal einblenden. Und unsere Aufstellung lassen wir aber eingeblendet, denn das ist ja das, was euch alle interessiert oben. Ja, und beim Gegner, da seht ihr es, Benjamin Reitz da im Tor, Yannick Gries mit der 6, David Becker, Luka Dimitrijevic, Tom Schmidt, Sascha Hammann, Manuel Grünnagel, Moritz Zimmer, Salif Cisse, Josef Marudis und Felix Bürger. Das ist die erste Elf von Die Club, die FK Pirmasens. So, jetzt seid ihr erstmal rundum informiert. Wir melden uns gleich wieder hier zurück und machen erst noch mal ein bisschen Mucke. Viel Spaß mit Hermann Nuber. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickersaufenbach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1-0. Was war ich vergessen? Geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hop. 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 Vor den nächsten Letzten. Hop. 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 Vor dem Abschluss.
Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüle bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anführungszeichen gespielt. Kickersambach. Zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay, und Elbe. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Und der nächste Letzpring. Ihr Lieben, ich sage hallo und herzlich willkommen all denen, die jetzt erst reingekommen sind. Wir sind schon lange für euch auf Sendung live. Immer das schnellste Medium rund um den OFC, das OFC-Fanradio. Heute aus Pirmasens, der OFC gastiert hier bei Die Club, so heißt es. Ja, und an der Regie, da ist Thomas Ohanka dabei. An der Kamera für euch in der Aufzeichnung dann später wird das Eugen Würslin machen und mein Co-Kommentator auch heute wieder, da ist er. Hallo und herzlich willkommen, Kaspar Lauk. Ja, hallo ihr Lieben und ich denke, ihr brennt auf die Aufstellung. Wahrscheinlich seht ihr sie sogar schon im Bild eingeblendet, der Lars nickt. Und dann würden wir vielleicht noch ein, zwei kurze Takte dazu sagen und ja, also schauen wir mal drauf. Und der findige Kickers-Fan wird schon bemerkt haben, diese Aufstellung, die ähnelt aber der, die wir in Groß-Asbach aufs Feld geschickt haben. Ganz, ganz dolle, es ist 1:1 selber, also wir haben im Tor Stefan Flauder, dann eine Viererkette aus Marcos, Karpstein, Jelinecki und Calabrese. Davor ein Dreier-Mittelfeld, Luigi Campagna aus diesem Mittelfeld sozusagen zurückgezogen auf der 6, dann 2 Achter mit Serkan Firat und Tunay Dennis. Und links und rechts außen stürmen Davut Tuma und Marcel Sobotta. Die beiden werden natürlich immer fleißig auch die Seiten tauschen, aber werden halt auf den Außenbahnen mächtig Betrieb machen, so wie sie das in den ersten beiden Spielen schon gemacht haben. Und im Sturmzentrum Matthias Fetschi Fetsch. Und ich muss sagen, das geht mir sehr gut von den Lippen zu sagen, Fetschi Fetsch. Also das ist so, als wäre er nie weg gewesen. Ja, ja, aber weil du Fetschi Fetsch sagst, ne, so haben wir ihn früher auch genannt. Aber ich weiß nicht, ob du das weißt, wie ich ihn früher genannt habe, als er richtig gezaubert hat.
Fecinho hieß. Fecinho. Das war damals der Name, den ich ihm gegeben habe. Schauen wir mal, ob er heute seinem Künstlernamen gerecht wird. Also, wie auch immer, es ist ganz wurscht, ob er das oder die ein anderer die Tore macht. Das soll uns recht sein. Hauptsache der Dreier, der wird mit nach Hause genommen. So haben wir es zumindest vor. Und wir können nochmal nachlegen. Wir haben Dominik Trabant mit dabei. Wir haben Tim Diersen mit dabei. Das habt ihr unten eingeblendet. Auch im Laufband. Dann haben wir Luka Garic dabei. Jakob Lemmer ist mit dabei. Dennis Hussein Basic, Flo Bojai, also der Torschütze vom letzten Mal, sowie Lukas Albrecht. Also, wir sind gewappnet, es ist angerichtet und dann würde ich sagen, schalten wir noch ein letztes Mal sozusagen ins Studio und da habt ihr noch ein bisschen Vergnügen mit Hermann Huber und unseren Partnern und Sponsoren. Und ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickersammelbach, Kickersammelbach, Kickersammelbach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay, unendlich. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Und der nächste Letzt-Spring. Hopp. Hopp. Aktiv. Kickersammelbach. Hermann Huber erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, ist die 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickersammelbach, Kickersammelbach, Kickersammelbach.
jetzt offenbar. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay, unendlich. Okay. Geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Vor den nächsten Letzten. Hopp. Vor dem Abgrund. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay, unendlich. Okay. Geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Und dann sage ich hallo und herzlich willkommen live im OFC-Fanradio. Immer das schnellste Medium rund um den OFC. Das Ganze heute aus Pirmasens. Die Club
stellt sich heute dem UFC in den Weg oder umgekehrt, der UFC gastiert hier in Pirmasens in der Schuhstadt. Eine weitere Gemeinsamkeit, denn Offenbach, die Lederstadt, gastiert in der Schuhstadt. Naja, und da gab es ja früher schon zu Zweitliga-Zeiten, Zweite Liga Süd, ganz lange ist es her, das Duell des Öfteren. So, und heute, da wird einer wieder mitkommentieren, den ihr schon lange kennt, den ihr schätzt und liebt. Da ist er. Hallo und herzlich willkommen, Kaspar Lauk. Ja, halli, hallo, liebe Leute. Und ja, Lars, da hast du mir jetzt ganz schön eingeschmeichelt hier mit deiner Anmoderation. Ich grüße euch hier von der Husterhöhe, wo jetzt in wenigen Minuten die sengende Sonne hinter der Haupttribüne verschwinden wird. Und dann sitzen wir endlich in angenehmem Schatten, müssen nicht mehr in die Sonne starren und vor allem holen uns hoffentlich dann keinen weiteren Sonnenbrand mehr. Denn Lars, bis hierhin, solange wir aufgebaut haben, war es knallebrüte heiß. Ja, und der Kaspar, der hat vorhin schon einen leichten Kollaps bekommen. Deswegen habe ich ihm hier die Basecap geliehen. Und die können wir dann gleich abziehen, sobald die Sonne hier hinter dem Haupttribünendach verschwunden ist. Also wirklich brütende Hitze, Sommerhitze nochmal zum späten Septembertagen. Also soll uns recht sein. Ja, und ihr habt die Aufstellung gesehen schon mal. Und der Kaspar, der kann es noch ein bisschen kommentieren. Ja, also der wichtigste Kommentar dazu ist, es ist exakt dieselbe Aufstellung wie gegen Groß Asbach. Never change a winning team, scheinbar. Und ja, nochmal ganz kurz durchgegangen. Kapitän Stefan Flauder ist im Tor. Dann haben wir eine Viererkette aus, aus Ronny Marcos, aus Malte Karpstein, aus Sebastian Jelinecki und aus Francesco Calabrese. Davor haben wir den Sechser Luigi Campagna, dann zwei Leute auf der Acht mit Tunay Dennis und Serkan Firat. Dann haben wir zwei Außenbahnspieler, Davut Tuma und Marcel Sobotta. Und im Sturm haben wir Matthias Fetschi Fetsch. Also das ist die erste Elf. Und wir haben natürlich auch noch Spieler. Es ist hier gerade ein bisschen chaotisch, weil hier gerade mehrere Leute gleichzeitig was von uns wollen. Haben wir noch ein paar Ersatzspieler, die wir noch reinschmeißen können. Viel Offensivpotenzial, auch Leute für die Defensive. Also dann haben wir im Tor als Ersatztorhüter Dominik Drabant. Dann haben wir erstmals dabei Tim Diersen auf der Bank, Luka Garic schauen wir da noch, Jakob Lemmer, Dennis Hussein Basic, Florent Bojaj, der Torschütze zum 2:0 in Groß Asbach und der erste Torschütze für den UFC in dieser Saison. Und dann haben wir noch Lukas Albrecht. Und auch der Gegner hat heute wieder 11 Leute aufgestellt. Wenig überraschend. Da gehen wir auch nochmal schnell durch die Aufstellung. Der Gastgeber des FK Pirmasens 03, da haben wir Benjamin Reitz. Dann haben wir Yannick Gries, David Becker, das ist der Kapitän. Lukas Dimitrievic, dann Tom Schmidt, Sascha Hamann, Manuel Grünnagel, Moritz Zimmer, Salif Sissé, Josef Maroudis und Felix Bürger. Das Ganze aufgestellt vom Schiedsrichter Patrick Fischer. Geleitet wird die Partie von Tobias Fritsch. Ihm assistieren Jonas Brombacher und Peter Reitermeier. Jetzt gerade verschwindet die Sonne wohltuenderweise hinter der Haupttribüne. Und um gerade vielleicht so ein bisschen, ja, das leichte Chaos, die leichte Unordnung im Hintergrund, die ihr vielleicht so akustisch auch ein bisschen mitbekommt, aufzulösen. Es ist ein bisschen schwierig, heute an die Presseakkreditierung zu kommen für uns und wir fürchten jetzt auch so ein bisschen darum, dass es nachher vielleicht schwer werden könnte für uns, aufs Spielfeld zu kommen, um die Interviews einzufangen. Deswegen ist der Lars da gerade heftig am Machen und Rotieren und am Kommunizieren, dass wir da irgendwie da an die Presseakkreditierungen kommen. Die Kickerspieler gehen jetzt langsam Richtung Kabine und ja, haben sich also gerade auf dem Platz mächtig warm gemacht und da kann man auch eine hübsche kleine Geschichte erzählen dazu. Die haben gerade eben noch so als Finalübung den Torschuss gemacht und da war emotional eine Menge dabei. Also da wurde jeder noch so schöne Treffer, wurde da bejubelt, wurde sich da gegenseitig richtig heiß gemacht und man hat richtig das Gefühl, die Jungs haben extremen Bock, heute das auch im Spiel so umzusetzen. Und da sind ein paar Bälle wirklich schön in den Winkel eingeschlagen und da hätten wir nichts dagegen, wenn unsere Kollegen da unten dann auf dem Platz das in den 90 Minuten mehrfach so replizieren könnten. Also, wir werden hier Bescheid von Andreas Burani. Ein Hoch auf uns im Hintergrund zu hören. Die Husterhöhe, sie füllt sich. Die Haupttribüne, das sieht sehr, sehr danach aus, als würde man sich hier vorbildlich an die Abstandsregelungen halten. Mit Absperrband sind die sozusagen verbotenen Sitze abgesperrt. Und alle zwei Sitze oder alle drei Sitze dürfen die Leute dann Platz nehmen. Und so ist es auch auf der Tribüne vor. Und sobald man seinen Platz dann verlässt, da herrscht dann Maskenpflicht. Im Sitzen darf die Maske dann abgenommen werden. Es ist so, wie es ist. Jedes Stadion hat seine eigenen Regeln. Es gibt ganz viele Faktoren, die das beeinflussen. Stadiongröße, Fallzahlen und so weiter. Tja,
Und hier in Pirmasens hat man also die Lösung gefunden, dass man hier im Sitzen ohne Maske das Spiel verfolgen kann. Lieber Lars, hat es bei dir das Chaos ein bisschen gelichtet? Oder? Nee, nicht wirklich. Das ist ja ein bisschen schwierig hier mit dem Organisatorischen. Ich versuche immer noch hier unsere Akkreditierung zu bekommen. Es ist der Hammer. Wir sind fix und fertig, sind schon mitten auf Sendung. Alles ist gut, alles ist richtig. Ihr wisst schon alles, was ihr braucht. Und wir haben immer noch keine Bändchen. Das heißt, wir können den Stand jetzt nicht zu den Interviews. So, Herr Radke, ja. So, und da hat der Lars also gerade seinen Gesprächspartner ans Handy bekommen. Und jetzt wird er also weiter versuchen, die Presseakkreditierung zu bekommen. Also, ja, ihr seht, hier ist es alles noch so ein bisschen schwierig. Wir wollen jetzt auch das Ding Pirmasens nicht so krumm nehmen. Natürlich ist es ja auch hier in koronösen Zeiten, geht es ab und zu mal drunter und drüber, gerade wenn vielleicht noch nicht so viele Heimspiele stattgefunden haben. Ja, wenn wir jetzt mal auf den Gegner gucken heute, FK 03 Pirmasens. Da ist mir so beim Drüberlesen über deren Ergebnisse und deren Saison bis hierhin eine Sache aufgefallen. Und zwar, im Grunde genommen haben wir bis hierhin eine identische Saison gespielt. Gut, Kunststück nach zwei Spielen. Aber die Auffälligkeiten sind auf jeden Fall vorhanden. Grundsätzlich haben wir beide erstmal einen Außenverteidiger aus Schweinfurt losgelöst für diese Saison. Und bei den Schweinfurtern ist das Gianluca Luscrodato, der da aus Schweinfurt gekommen ist zu dieser Saison bei uns, Marco Fritscher. Beide haben noch oder spielen heute nicht. Gianluca Luscrodato sitzt da nur auf der Bank bei FK03 Pirmasens. Aber jetzt kommen wir mal zu den richtigen und den nicht konstruierten Gemeinsamkeiten. Wir beide sind noch ohne Gegentor, Kickers Offenbach und der FK03 Pirmasens. Wir beide haben bisher hin stabil gestanden, noch keinen Gegentreffer zugelassen in den ersten zwei Spielen. Beim FK Pirmasens schlüsselt sich das folgendermaßen auf. Es gab einen Sieg und ein Unentschieden, ein 1:0-Sieg und ein 0:0. Und der Sieg, da ist dann die nächste Gemeinsamkeit, die haben sie gegen Groß Asbach geholt, so wie wir also auch. Und noch eine Gemeinsamkeit sozusagen dadurch, dass Groß Asbach das 1:0 oder das doch das 1:0 aus unserer Sicht im letzten Spiel ja sozusagen per Eigentor erzielt haben, ist es ja so, dass wir beide sozusagen erst einen Torschützen haben. Sowohl der FK Pirmasens als auch der OFC hat erst einmal selber getroffen. Bei uns war es ja Florent Bojai. Und bei der FK Pirmasens, da war es Yannick Gries, der da in der 82. Minute gegen Sonnenhof Groß Asbach das vielumjubelte 1:0 hier auf der Husterhöhe erzielen konnte. Also ist aber nicht ein Stürmer, ist ein Verteidiger. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar ein Innenverteidiger. Dann wird es wohl bei einem Eckball gewesen sein. Es läuft hier schon die dramatische Einlaufmusik. Und das wird relativ früh angestimmt, noch 6 Minuten, ehe es losgehen sollte. Ja, soweit bin ich, glaube ich, alle meine Informationen, die ich loswerden wollte. Losgenommen wird doch eine Sache, kann ich noch sagen. Pirmasens geht hier als Tabellensechster, wir als Tabellenvierter in die Partie hinein. Uns trennt ein einzelnes Törlein, ein Eigentor, das Eigentor der Großasbacher hat uns hier jetzt zwei Plätze vor Sonnenhof, vor FK Pirmasens eingeordnet. Aber klar, das hat noch wenig Aussagekraft, die Tabelle. Das mehr Aussagekraft hat vielleicht schon, welchen Gesamtmarktwert laut Transfermarkt.de der FK Pirmasens hat. Da sind es aber 1,63 Millionen verglichen mit unseren 2,85 Millionen Gesamtmarktwert. Spricht eine eindeutige Sprache, aber trotzdem, auch wenn wir hier als Favorit ins Spiel gehen, so ein Spiel musst du erstmal gewinnen. Und jetzt ist auch Lars Kissner wieder für euch da. Ja, klar. So ein Spiel muss erstmal gewinnen, logisch. Das Spiel hat 90 Minuten und der Ball ist rund, gell? Das sind die üblichen Phrasen, ne, ganz klarer Fall. Aber es ist so, nichts geht hier einfach so automatisch. Da ist viel Fleiß, viel Engagement, viel Konzentration, viel Taktik, ja, und viel Kampf vor allen Dingen angebracht. Und dann werden wir das hier schon irgendwie hinkriegen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Vor allen Dingen unsere Außen, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich will noch ein bisschen was sagen. Auch heute könnt ihr schreiben an fanradio@ofc.de. Da geben wir eure Grüße mit über den Sender. Also, dann werdet ihr mit live dabei sein. Ja, und wie gesagt, dann werden wir eure Grüße mit ausrichten. Das Ganze gilt natürlich auch für Pirmasenser-Seite. Und neben uns, ja, da bauen sich ganze Türmen, ganze Studios sozusagen auf. Hier wird mächtig aufgefahren. Unglaublich, was die hier verbraten, um eine Fernsehproduktion zu machen. Das an diesem Spieltag, da brauchen wir nicht in der ganzen Saison. Ne? Also hier gibt es wirklich nur High-End, das kann man gar nicht anders sagen. Aber wie auch immer,
Wir werden für euch wie immer das schnellste Medium rund um den OFC sein. Das habt ihr ja jetzt schon gemerkt. Ihr habt alles hier in Ton und Bild jetzt schon gesehen. Ja, und wir warten eigentlich nur noch auf unsere Mannschaft. Die könnte eigentlich kommen. Wir sind also bereit. Für uns ist alles angerichtet. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir hier vielleicht auch den nächsten Dreier ziehen. Das wäre ganz nach unserem Geschmack. Ja, Kaspar, du hast auf jeden Fall etwas entdeckt beim Warmmachen. Ich weiß nicht, ob du das schon verarbeitet hast. Das habe ich schon den Leuten erzählt. Also das war auffällig, wie heiß unsere Jungs da waren. Da haben sie sich gegenseitig richtig angefeuert. Da gab es dann das Torabschlusstraining sozusagen als letzte Einheit. Und da wurde jeder Schuss, der da irgendwie gelungen in den Winkel eingeschlagen ist, wurde da fast schon frenetisch von der Mannschaft bejubelt, beklatscht. Also die haben sich richtig heiß gemacht. Die haben sich offensichtlich ordentlich was vorgenommen heute. Das ist doch gut, wenn sie vor Motivation nur so strotzen. Und ich schau mal, hier kommen nämlich schon die ersten Grüße. Gruß aus dem Wohnzimmer, diesmal nicht unter dem Laptop. Und bring die 3 Punkte mit, das wäre natürlich eine tolle Geschichte. Und damit wir hier schnell rauskommen aus dieser Liga, liebe Grüße, euer Paddy aus Dreieck. So heißt es hier im ersten Grußmail. Gut, haben wir hiermit ausgerichtet und dann könnt ihr auch schreiben an fanradio@ofc.de. Das sagen wir alles, weil hier noch nichts passiert, die Mannschaften sind noch nicht zu sehen. Ja, und auch heute will ich nochmal sagen, hast du schon deinen Unterstützerbeitrag abgesendet? Nein, dann mach es bitte jetzt, wir haben es unten im Laufband eingeblendet. Auf die Fanradio und Kickers TV, dein Medium rund um den OFC, immer das Schnellste, soll natürlich möglich gemacht werden. Und wir senden für euch die ganze Saison immer und überall von überall. Das habt ihr gesehen, selbst aus dem Trainingslager. Egal ob Spanien, Türkei, Griechenland oder sonst wo ist. Wir sind für euch da und ich denke, es ist in deinem Interesse, dass du deinen Unterstützerbeitrag bezahlst an deine Offenbacher Kickers, die hier vorlegen. Und du zahlst es ihm zurück, da bin ich ganz, ganz sicher. Dafür herzlichen Dank. Ganz, ganz viele haben das schon gemacht. Das ist eine tolle Geschichte. Wir lassen das Band noch ein bisschen drin. Die Aufstellung, die habt ihr ja auch im Bild. Da könnt ihr euch die ganze Zeit schon orientieren. Und jetzt schauen wir mal, was es noch zu berichten gibt. Ja, also was mir jetzt auf jeden Fall auffällig erscheint, ist, da die Sonne ja jetzt so langsam anhebt zu verschwinden, könnte man langsam auf die Idee kommen, das Flutlicht anzumachen. Das ist aber noch nicht geschehen. Also sind sie ein bisschen. Siehst du schon nichts mehr oder was? Dann zieh doch mal die Sonnenbrille ab, Kaspar. Ja, nee, aber jetzt mal im Ernst, lieber Lars, da muss man doch eigentlich zeitig anfangen, so ein Flutlicht anzuknipsen. Also normalerweise ist es doch eigentlich schon an, wenn die Sonne so langsam untergeht. In Rosasbach war das so, da war die Sonne noch nicht untergegangen, da hatten sie schon das Flutlicht angemacht, es war so. Also es braucht auch immer seine Zeit. Aber hier wird ein bisschen gespart und jetzt sehe ich aber auch, dass die Mannschaften kommen, zumindest die Pirmasenser, die sind hier schon mal um die Ecke geschlichen. Das ist zumindest die Ersatzbank und dann werden, denke ich, auch gleich alle anderen Akteure folgen, die beiden ersten Teams von Pirmasens und dem OFC. Ja, zuschauermäßig, ja, schön weit verteilt alle. Ne? Ich weiß gar nicht, was ist heute das maximale Fassungsvermögen hier? Das muss ich echt langsam mal meine Spielvorbereitung aufnehmen, aber das irgendwie ist das immer so frustrierend, das zu lesen, dass ich das eigentlich nie tue, ehrlich gesagt. Die 500 vielleicht, ne? Also auf der Haupttribüne sitzen sie alle weit, weit, weit voneinander entfernt. Und auch hier auf unserer Seite, jetzt kommen erstmal die Pirmasenser, da gibt es hier den ersten Applaus und dann kommen auch unsere Jungs ganz in Rot, in roten Trikots, also wie wir das kennen, rote Stutzen, rote Hosen und die rot-weißen Trikots natürlich mit dem Stadtemblem auch mit darauf. Also heute die rote Garnitur, das ist ja die Heimgarnitur, wer weiß, wozu es gut ist. Ja, getroffen haben wir in der noch nicht, das dürfen wir heute gerne ändern. Das wollen und das werden wir heute ändern. Ich bin da auch optimistisch, also klarer Fall, wir gehen hier als Favorit ins Spiel, auch wenn Pirmasens doch sehr manierlich in die Saison gestartet ist. Für alle, die später eingeschaltet haben, ein Sieg, ein Remis haben auch die Pirmasenser. Und auch die Pirmasenser haben noch kein Tor kassiert in dieser Saison. Und da müssen wir doch heute was dran drehen. Ja, sieht so aus, als ob wir von unserer Seite erst einmal, 619 Zuschauer sind zugelassen. Das habe ich jetzt hier gerade gereicht bekommen von Thomas Ohanka. Dafür herzlichen Dank. Also da kennen wir das Fassungsvermögen, 619. Wir spielen, so wie es aussieht, zunächst einmal aus unserer Sicht aufs Schießhaustor und dann aufs Biberertor. Also das ist auch ein gutes Omen, wenn hier nicht noch was passiert bei der Platzwahl. Ja, aber ich glaube, da gibt es wenig Grund, was dran zu ändern. Die Sonne, wie gesagt, ist jetzt schon hinter der Haupttribüne verschwunden. Das heißt, die wird, was das Blenden der Torhüter angeht, kein Faktor mehr spielen. Insofern, denke ich, werden beide Mannschaften sagen, hier bleiben wir.
Platzwahl und Stefan Flauder knetet jetzt nochmal den Ball, so wie er das immer tut. Hat er jetzt hier dem Pirmasenser gesagt, gib mir mal die Pille, ich muss da noch ein bisschen aufdotzen, das hat er jetzt auch mehrfach gemacht. Aber der Ball ist echt nicht so wahnsinnig dolle aufgedotzt. Das also stimmt, das stimmt. Der ist eigentlich fast kleben geblieben. Ja. Das wundert mich auch ein bisschen. Also weiß ich nicht, ob das die Eigenschaft dieses Balls ist oder ja, ob der Rasen vielleicht doch sehr, sehr gewässert wurde, keine Ahnung. Jetzt werden wir uns hier auch erheben, damit wir hier über die Brüstung schauen können. Nein, für den Anstoß. Und das wird Pirmasens sein, die anstoßen. Jetzt geht's los, Gott mit uns, der OFC ist im Spiel. Und Pirmasens erst einmal am Ball, kommt über die linke Seite. Und das ist schon mal ganz, ganz gut für uns. Also der erste Schlag, der ging ins Aus. Also ein klassischer Fehlpass der OFC mit dem Einwurf am Ball. Ja, das ist Francesco Calabrese, der da jetzt einwerfen wird. Und Tunay Dennis haut das Ding da jetzt erstmal weit nach vorne Richtung Matthias Fetsch. Der möchte den Ball da rechts raus ablegen, aber gelingt ihm nicht. So, jetzt erstmal Pirmasens am Ball in der eigenen Hälfte. Mit dem Torhüter, das ist Benjamin Reitz, der da jetzt schaut, lässt sich lange Zeit. Jetzt haut er das Ding weit nach vorne. Malte Karpstein steigt jetzt hoch zum Kopfball, gewinnt das Kopfballduell auch. Ball geht ins Seitenaus. Und über die rechte Pirmasenser Offensivseite werden sie jetzt einwerfen. Das ist Grünnagel hier direkt vor unserer Nase. Der jetzt schaut, wo wirft er hin im Hintergrund, sagt der Stadionsprecher nochmal die Hygieneregeln an. Hat er vorhin schon in schaurig schönen Reimen versucht, das hier möglichst leicht zu merkend zu erklären, die Hygienekonzept. Und ich sag mal so viel, werdet ihr sitzen, darf die Maske flitzen. Das war noch einer der besseren Reime, die wir hier gehört haben zu den Hygieneregeln. Da könnt ihr schon ahnen, wohin es aus poetischer Sicht so ging. Wir schauen aufs Feld, sehen, dass der OFC jetzt den Ball hat, sich in der Innenverteidigung Ball zuschiebt, was wir sofort erkennen. Pirmasens zieht sich da relativ weit zurück, also haben da jetzt keine großen Ambitionen zu pressen. Wahrscheinlich werden sie das Spiel gegen Sonnenhof Groß-Asbach gesehen haben und bemerkt haben, okay, das bringt so wahnsinnig viel nicht, wenn wir die Kickers pressen. Da stellen wir uns lieber hinten rein und versuchen dann so den OFC aus der Reserve zu locken. Ja, aber jetzt geht es erstmal ganz zurück zum Schlussmann hier. Benjamin Reitz ist das auf Pirmasenser Seite. Und ja, der hat viel Zeit, winkt erstmal seinen Mannen zu, ja, kommt mir doch mal ein bisschen entgegen oder verteilt euch ein bisschen, keine Ahnung, was das genau bedeuten soll. Also wie auch immer, jetzt wird er dann doch abschlagen und das ist jetzt hier passiert. Ah, Richtung Sobotta kommt er und Ronny Markus, das wäre der nächstgelegene Mann, der wird zumindest jetzt den Ball nehmen und einwerfen hier von der linken Seite. Und ja, der sucht natürlich jetzt auch seine Mannen. Erstmal schnell verlängert und durchgesaust von Sobotta über die linke Bahn. So kennen wir ihn, Wieselflink. Jetzt kommt die Flanke tatsächlich vorne rein und da muss er sich schon ein bisschen lang machen. Benjamin Reitz. Ja, da hat Matthias Fetsch vorher den langen Ball gut abgelegt. Den Serkan Fihri hatte den Ball nach vorne geschlagen. Fetschi hatte dann abgelegt für Marcel Sobotta. Erste Offensivaktion vom OFC und jetzt kommt Pirmasens, versucht über Doppelpass Ronny Markus auszuhebeln und das gelingt auch über die rechte Außenbahn. Jetzt geht er nämlich schon zur Grundlinie. Ronny Markus im Laufduell. Ja, und zieht er ihn da zu Boden. Der Schiedsrichter hat aber gesagt, das war gerade noch so im Rahmen und lässt er weiterspielen. So jetzt der OFC. Ja, aber das hat er gut entschieden, der Schiri, denn da habe ich jetzt auch nichts gesehen. Ronny Markus hat das erstmal souverän erledigt und jetzt gibt es hier Freistoß direkt vor der Mittellinie für Pirmasens. Und ja, sie nennen es ja hier die Club, also nicht der Club, sondern die Club. Ja, und Jasula, der kommt jetzt an den Ball, oder ist er das? Ja, fast, es ist Yannick Gries, den habe ich euch schon als bisher einzigen Torschützen. Warum sage ich Jasula? Von FK Pirmasens angepriesen. Ja, der Mann trägt eine Maske, aber sogar noch eine etwas präsentere Maske, also nicht nur die obere Kopffläche, sondern auch die komplette frontale Gesichtsmasse wird sozusagen durch diese Maske verdeckt. Es sieht richtig aus wie so ein Ritterhelm, man sieht nicht mehr viel vom Gesicht, aber solange er noch sieht, ist ja alles in Ordnung. Ronny Markus klärt hier jetzt zum ersten Eckball für FK Pirmasens. Ja, von der rechten Seite wird er gleich reingeflogen kommen. Hier von den vielleicht 600 bis 700 Zuschauern in Pirmasens auf der sogenannten Husterhöhe. Oh, jetzt rhythmisches Klatschen tatsächlich hier von der Gegengeraden. Das schwappt dann auch rüber auf die ja, viertelsbesetzte Haupttribüne. Und aber mal schauen, jetzt von der rechten Seite, wie gesagt, der Eckstoß für Pirmasens. Da kommt er reingeflogen, auf dem ersten Pfosten erst einmal gut geklärt oder kann man sagen am Fünfer-Eck. Das haben sie gut gemacht hier, unsere Buben. Und jetzt geht's durchs Mittelfeld. Schnell, Tuma rausgespielt auf Sobotta, der zieht in die Mitte rein. Naja, da wollte er ihn aber auch ein bisschen haben, ganz klar. Sobotta, der ist dann auch reingeschickt, jetzt kriegt er sogar gelb. Das finde ich fast ein bisschen zu übertrieben, oder? Sascha Hamann hat da gelb bekommen. Ja gut, ich meine, klar wollte Sobotta den haben, aber wenn Sascha Hamann da den Ball, den Fuß nicht rausstellt, dann hat Marcel Sobotta da eine wunderbare Angriffssituation.
Und ich glaube, da wird der Pirmasens die gelbe Karte tatsächlich gerne genommen haben im Tausch dafür, dass dieser Angriff unterbunden wird, weil das war durchaus ein vielversprechender Konter. Ja, für das Spielminute 0:0 steht es für die, die später eingeschaltet haben. Freistoß OFC, das Ganze aber noch 37 Meter und 15 Zentimeter diagonal zum Tor. Jetzt kommt er rüber mit dem Crossball vorne auf Jelinecki, der mit dem Kopf vorne rein, ja, und auf dem Elfmeterpunkt, da pflückt er das Bällchen runter, Benjamin Reitz. Ja, aber nichtsdestotrotz eine gute Freistoßaktion oder Freistoßvariante von uns. Erkan Firat den Ball ganz rechts rausgespielt. Jelinecki ist da hochgestiegen, hat den Ball in die Mitte zurück hineingeköpft. Und da sollte dann Matthias Fetsch gesucht werden. Ja, es wurde ja im Vorgang auf der Pressekonferenz durchaus gefragt oder schon angekündigt. Der FK Pirmasens hat eine ziemlich groß gewachsene Mannschaft, ziemlich hünenhafte Jungs. Das sehen wir jetzt hier auf dem Platz, das bestätigt sich definitiv. Und da war so ein bisschen die Frage, ob wir da vor allem im Mittelfeld dafür gerüstet sind. Und ich glaube, in Luigi Campagna ist es egal, ob sein Gegenspieler 2 Meter groß ist oder 1,50, der drückt da jeden weg. Insofern, da mache ich mir wenig Sorgen. Also der Maxel, der schreibt jetzt hier, ja, ich tippe 3:1. Was tippt ihr? Also das wäre doch ein Tipp, mit dem könnten wir doch einverstanden sein. Ja, also 3:1 wäre mir recht, wobei ich natürlich diese Serie der Gegentorlosigkeit gerne halten würde. Also ich bin eher für ein 2:0 als für ein 3:1. Da hätten wir das Ergebnis aus Groß-Asbach kopiert. Gerne auch wieder mit denselben Torschützen. Also mit einem Eigentorschützen und Florent Boyer. Das wäre mir auch recht. Ja, und der Drecksack, das ist der Michael Frank. Der sagt, lieber Kaspar, herzlichen Glückwunsch, Happy Birthday nochmal nachträglich. Und bringt bloß die 3 Duppe mit. Also, du hast deine Fans hier, die dir gratulieren. Ja, oder bei Michael Frank würde ich tatsächlich eher sagen, Freunde. Denn das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Den habe ich damals bei meinem FSJ im Hainbachtal kennengelernt. Da ist er Hausmeister. Jetzt hier ein Missverständnis zwischen Ronny Marcos und Marcel Sobotta. Und so geht der Ball ins Tor aus. Der Pirmasenser. Nächster Abstoß. Benjamin Reitz, der hat die Kugel bisher relativ häufig gehabt. Bis hierhin, so in den ersten 5-6 Minuten, muss man auch sagen. Ja, es hat so ein bisschen was von Sommerkick noch. Ja, und aus Flörsheim, da kommen die Grüße hier vom Schnitto. Danke für die Live-Reportage. Ja, im immer schnellsten Medium, schreibt er. Packt uns die 3 Punkte schön ein und bringt sie mit nach Hause. Das wäre recht nach seinem Geschmack. Und jetzt geht es dann hier auch gleich weiter auf dem Feld. Dann schauen wir natürlich wieder ganz genau dorthin. Und das ist der erste Ball, der Abstoß hier von Benjamin Reitz. Und die Pfannmüllers, die grüßen natürlich auch. Die sind live dabei und wollen unseren Kommentar natürlich hören. Also Grüße zurück. Jetzt also Pirmasens im Mittelfeld. Ja, so recht findet er keinen Anspielpartner. Dann versucht es auf der rechten Bahn. Es bleibt beim Versuch, denn Ronny Marcos hat gut aufgepasst. Da kommt der Ball postwendend zurück von Sobotta. Und dann soll er nochmal auf Serkan Firat gespielt werden. Das war allerdings nicht so präzise, wie wir das ansonsten von ihm kennen. Und so versuchen es die Pirmasenser hier ganz in Blau gehalten. Und sie bekommen den Freistoß zugesprochen hier auf der halbrechten Verbindung. Ja, dann habe ich hier ganz liebe Grüße an Lukas Gnedlig und Tobias Hatzebruch von Alois Zinno. Ich hoffe auf ein gutes Spiel und 3 Punkte, auch das haben wir hier mit ausgerichtet. Und Grüße aus dem Spessart vom Lavischer. Und ja, er erinnert uns, dass wir hier auf jeden Fall hier für die 3 Punkte sorgen sollen. Das wollen wir gerne versuchen. Jetzt also erst einmal muss der Ball hinten rausgeschlagen werden. Karpstein, der hat das auch jetzt hier geschafft. Und dann geht es hier durchs Mittelfeld. Fetsch, ja, der dreht sich, bringt den Ball erst einmal zurück auf Vierrad. Aber dann kommen die Blauen doch hier in Ballbesitz. Dann kommt er vorne rein, gefährlich. Aber Flauder, der hat damit überhaupt keine Mühe. Sagt Dankeschön, hat die Kugel aufgenommen. Und der Angriff der Offenbacher Kickers, der läuft über die halblechte, halblinke Verbindung. So muss man sagen. Und dann erst nochmal über den Vierradkreisel zurück auf Campagna in der Mitte. Da hätte Tunay Dennis jetzt ein bisschen Platz gehabt. Aber natürlich ist das nur eine Frage von Millisekunden und dann sind sie da. Ja, und wenn da immer Zeit, Zeit, Zeit auf den Platz gerufen wird, dann denke ich mir, ja gut, so viel Zeit haben sie jetzt auch nicht. Tunay Dennis jetzt im Mittelfeld am Ball, schon in der Pirmasenser Hälfte, schön rechts rausgespielt auf Davutuma. Richtig starke Aktion, rechte Außenbahn. Davutuma versucht am Gegenspieler vorbeizugehen, aber dann war der Platz ein bisschen zu früh zu Ende und der Ball von Davutuma etwas zu weit vorgelegt. Und so ist er einmal mehr im Tor aus. Vom Keeper Benjamin Reitz. Und das ist für uns die Gelegenheit, weitere Grüße zu bestellen. Winnetou schreibt, nämlich das ist der Rainer Geller aus Mittelhessen. Und den grüßen wir ganz, ganz lieb zurück. Das ist eine tolle Geschichte. Also, weiter geht's jetzt mit Pirmasens vom eigenen Strafraum aus. Abstoß Benjamin Reitz. Ja, und für die, die später eingeschaltet haben, ich habe vorhin mich schon ein bisschen verwundert gezeigt, dass das Flutlicht noch nicht an ist, da die Sonne doch jetzt eigentlich wirklich im Begriff ist, auch am Horizont unterzugehen und nicht nur hinter der Tribüne, hinter der Haupttribüne. Und das Flutlicht ist immer noch ausgeschaltet, zwar so ein paar an der Haupttribüne, so ein paar LED-Leuchten, die beleuchten halt eher die Haupttribüne als das Feld. Also das geht jetzt relativ schnell, dass es hier dunkel wird. LED-Leuchten, eieieiei. Ja, 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 der Kasper, der packt heute ganz tief in die Worttrickkiste, denn das nennen die dort Flutlichtstrahler.
Ja, also das sind ein paar Taschenlampen, die sie da aufgehängt haben. Also die Flutlichter sind noch aus und es wird schnell dunkel werden. Also entweder ist da gerade ein technisches Problem, über das ich gerade... Das Licht an deinem Handy angeschaltet, oder? Ach ja, irgendwas müssen die Jungs ja noch sehen. Aber also Einwurf OFC da vorne schon vor der Verlängerung der 16er Linie. Oh ja, und jetzt ein weiter Einwurf, so in Köpper-Stil, den hast du ja nicht mehr gekannt. Du, ja, Spätgeborener, sozusagen Spätberufener. Aber ja, der kannst du auch hier bis in den Strafraum reingeworfen. Campagna, der bringt die Kugel noch einmal rein. Und dann hat er ihn aber runtergepflückt, Benjamin Reitz, ohne Mühe beim Stande von 0:0. Das Ganze jetzt in der 10. Spielminute. Campagna, ja, ja, so kennen wir ihn natürlich. Zweikampfsieger, ganz klarer Fall. Hat der eigentlich überhaupt schon mal einen Ballverlust gehabt? Ich weiß nicht, also einen Zweikampf hat er auf jeden Fall noch nicht verloren. Spielt jetzt auf Marcel Sobotta da in zentraler Position. Der spielt auf Tunay Dennis. Das war der, der vorhin diesen weiten Einwurf gebracht hat. Also der kann richtig weit einwerfen. Zurück aber erstmal auf Zielinski. Und er wird jetzt rechts rausgespielt. Der Platz ist in einem scheinbar schwer zu bespielenden Zustand. Der Ball hoppelt sehr viel. Und ja, wir haben auch schon vorhin beim Anstoß gesagt, Mensch, so richtig dolle springt der Ball hier auch nicht auf. Also wird heute, glaube ich, auch eine Herausforderung, mit dem Rasen zurechtzukommen. Also der Ball, der klebt förmlich am Rasen. Auch jetzt hat man es wieder gesehen. Also gar kein Aufdotzen, wie man das ansonsten so kennt. Das ist schon richtig auffällig. Ne? Ja, und jetzt gibt es hier höhnischen Applaus, beziehungsweise eher Freude darüber, dass Stefan Flauder den Ball da ins Seiten ausgeschlagen hat. Pirmasens haben tatsächlich dann mal das Gegenpressing initiiert und jetzt mal einen Einwurf in der Offenbacher Hälfte auf ihrer linken offensiven Außenbahn herausgeholt und versuchen da jetzt in Flankenposition zu kommen. Da drehen sie sich und jetzt in die Mitte reingespielt. Campagna holt den Ball aber zurück, stark gemacht. Zuerst mal der Chipball nach vorne auf Matthias Fetsch und der wird umgerungen, niedergerungen. Da gibt es Freistoß OFC. Und ja, also gleich ist es dann soweit. Da will ich noch ein bisschen was sagen, auch in eigener Sache. Wir haben das vorhin schon mal in der Vormoderation gesagt, ne? Was hier zum Beispiel aufgebaut wurde, heute fernsehtechnisch, ne? Das hat einen höheren Etat, als wir die ganze Saison über haben, die ganze Saison. Ne? Und der Präsident hat das ja wunderbar eigentlich auch damals angekündigt mit dem Kickers TV, dass wir einen anderen Weg gehen, nämlich einerseits, um die Leute mitzunehmen, die nicht ins Stadion können und andererseits natürlich auch, um Einnahmen zu generieren für den OFC. Und deswegen werden wir natürlich nicht diesen Wahnsinn mitgehen. Wir könnten natürlich auch mit 3 oder 4 Kameras produzieren, aber jetzt schauen wir erst einmal, denn da ist Ronny Marcos im Vorwärtsgang. Und der kommt jetzt mit der Flanke dort vorne rein, aber der ist abgefangen von Benjamin Reitz. Ja, aber dann sehen wir das zum einen, was in Groß-Asbach gelaufen ist. Und das muss ich sagen, das war technisch vom Equipment her genau das, was wir auch ansonsten so verwenden. Aber natürlich ist es ja klar, dass es einen Unterschied gibt im Konsum, wenn ich mit 3 Kameras arbeite. Ne? Da braucht die große Kamera gar nicht groß zu schwenken. Und das ist natürlich immer das Problem im Livestream, dass du schwenkst, in dem Stream nicht so sauber darstellen kannst. Aber wie auch immer, deswegen haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, wir machen das mit einer Standalone-Geschichte, mit einer Kamera, damit der OFC nämlich wirklich den maximalen Vorteil daraus gewinnen kann, damit der OFC auch hier wirklich finanzielle Einnahmeverluste kompensieren kann. Und das, was hier aufgefahren wurde, das hätte jetzt die ganze Saison schon ausgereizt bei uns. Das nur ein kleiner Exkurs, weil das auch viel gefragt wurde, Kaspar. Oh, du hast das ja auch so ein bisschen aus den Foren genommen. Und ja, natürlich kann man das alles machen. Ja, können wir auch. Machen wir ja auch bei den Hallenstadtmeisterschaften. Du erinnerst dich, mit 5 Kameras. Aber das macht keinen Sinn, denn dann stecken wir lieber Prügel für den OFC ein. Habe ich als Fan auch schon eingesteckt. Und dann stecke ich auch jetzt Prügel ein. Aber wir sind einfach für euch immer das schnellste Medium rund um den OFC. Und wir sorgen dafür, dass der OFC wieder Geld in die Kasse bekommt. Dort, wo es nämlich Einnahmeausfälle gegeben hat. Das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt geht es nur noch um Fußball. Und da kommt Pirmasens erstmal über die linke Seite. Ja, Flanke hin. Nein, in den Strafraum, aber Jelen, jetzt geklärt die erstmal wieder raus. Du hast das Thema eigentlich schon abmoderiert, aber eine Sache würde ich schon gerne noch sagen. Ich finde das schon krass, wenn du einfach sagst, ja, wir kaufen uns für heute einen Kommentator von DAZN einfach mal ein für das Spiel. Das ist ja nicht nur DAZN, der Kommentator, den sie hier haben. Es ist High-End-Equipment von Sport1, der Produktionsleitung und alles Mögliche. Also hier ist wirklich High-High-End aufgefahren worden. Ne? Und das ist ja schön und gut. Ne? Das ist eine Promo-Veranstaltung für Sport-Total-TV. Und Sport-Total-TV, das ist genau die Company, die ansonsten mit dem Dach und mit der unbemannten Kamera nämlich arbeitet. Aber jetzt kommt erstmal der OFC und das ist das Allerwichtigste. Und da ist Firat am Ball. Jetzt kommt er mit der Flanke, schön reingezogen, aber naja, so schön war es dann doch nicht. Denn sie geht dann doch ins Tor aus und so ist das Thema Chance in dem Fall erledigt. Ja, jetzt haben wir relativ einen langen Exkurs vom Spiel weg gehabt. Konnten wir aber auch machen, weil hier in diesem Spiel bislang noch nicht so wahnsinnig viel Dramatisches passiert. Ab und zu traut sich der OFC mal nach vorne, ab und zu mal Pirmasens. Alles eher zögerlicher Natur. Vorhin habe ich das Wort Sommerkick schon mal in den Mund genommen. Ich würde es jetzt auch nach wie vor nutzen für das Spiel. Also, so die ganz große Dramatik ist noch nicht drin, aber klar ist natürlich, nach den ersten 15 Minuten, wir haben hier den Anspruch, das Spiel zu gewinnen und der OFC gibt sich die Mühe, das Spiel in die Hand zu nehmen, aber Pirmasens deutet schon an, die sind eklig, die sind physisch.
Die können auch dann schnell umschalten. Da muss unsere Abwehr natürlich hochgradig aufmerksam sein. Aber da muss ich mir sagen, bei unserer Viererkette mache ich mir da wenig Sorgen. Kasper, gestern hast du Geburtstag gehabt und jetzt kommt dein Geburtstagsgeschenk. Pirmasens hat deinen Wunsch erhört. Ja. Das Flutlicht ist an. Naja, also sagen wir mal, es ist in Teilen an. Also an einem Flutlicht sind 3 von 15. Jetzt aber erstmal Ronny Marcos, da muss ich unterbrechen. Der ist über die linke Seite unterwegs. Da kommt die Flanke vorne rein. Oh. Und das ist Fecinho. Knapp verzogen. Da geht der Ball rechts am Tor vorbei. Aber das war die erste gute Möglichkeit und vor allen Dingen wieder hervorragend über die Seite herausgespielt. Ja, linke Angriffsseite. Ronny Marcos mit einer Zuckerflanke hinein in den Strafraum und Fetch kommt da an den Ball und dann streift er ihn so ein bisschen über die Stirn. Er kriegt nicht genug Druck hinter den Kopfball und dann geht der Ball halt rechts am Tor vorbei, anstatt in das Tor hinein. Schade, aber die beste Chance definitiv bis hierhin im Spiel. Ja, ganz liebe Grüße an die beiden hervorragenden Reporter und meinen Mann Karl-Heinz, sowie unsere Tochter Jasmin, die 40 Euro, die habe ich heute überwiesen, bringt die 3 Punkte mit. Hannelore Krämer aus Dreieich. Vielen Dank für deinen Unterstützungsbeitrag an deine Offenbacher Kickers, die dir das UFC-Fanradio, das immer schnellste Medium, rund um den UFC ermöglichen. Weiter geht's hier mit dem Kopfballduell. Ja, und Vierat, der versucht jetzt mal mit dem Fuß, aber dann ist der Ball doch ins Seiten ausgegangen. So wird es Einwurf geben. Und wenn ich das recht sehe, dann für die Unsrigen, das sind die rot-weißen Buben aus der Lederstadt. Ja, und von der Lederstadt ging es ja heute in die Schuhstadt. Also da ist schon ein bisschen Verwandtschaft zu sehen. Ja, definitiv. Aber die muss heute sozusagen, diese Verwandtschaft im Geiste, die muss heute ruhen. Heute müssen die 3 Punkte her. Ich glaube, wir wollen den Start, den okayen oder den guten Start, den wir in die Saison hatten, definitiv veredeln heute. Malte Karpstein hat da gut aufgepasst, Sebastian Jelinecki, die beiden haben jetzt den Ball, spielen raus auf Ronny Marcos. Ja, es ist so ein bisschen noch unklar, wer hier jetzt die stärkere Mannschaft ist. Der OFC versucht, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Aber ja, man tut sich noch so ein bisschen schwer mit dem Platz. Immer mal wieder Ungenauigkeiten. Tunay Dennis jetzt mit dem langen Crossball links raus auf Sobotta. Oh, ach, der kommt tatsächlich an. Das war ein richtig starkes Ding. Gesehen, Sobotta hat nämlich genau verstanden, dass der Ball nicht so hoch aufdotzen wird. Das ist wirklich eine Faszination. Das habe ich so noch nicht erlebt, dass der Ball im Grunde auf dem Rasen klebt. Er dotzt überhaupt nicht. Jetzt also, war Fehlpass, ja. Aber der OFC, der ist schon wieder zurück am Leder. Und da kennt sich der Lederstädtler natürlich am besten aus. Also jetzt versucht sie es erneut hier. Über die rechte Seite nochmal zurückgespielt. Da muss es vielleicht ein bisschen kreisen, genau auf halb links. Und dann übers linke Halbfeld. Ja, da wäre Serkan Firat. Versucht zwar ein bisschen in die Mitte zu ziehen, spielt dann allerdings zurück zu Torhüter. Und Capitano Flauder, der morgen für euch eine ganz besondere Botschaft hat. Das werden wir dann morgen auch als Video nochmal bringen. Zusammen mit dem Präsidenten hat er ja da heute schwer gewerkelt für euch. Und das werden wir dann morgen bringen. Ja, und jetzt habe ich hier ein besonderes Mail, alles in Fett geschrieben. Hallo, verdammt nochmal, allerbestes Fanradio unserer rot-weißen auf dem rot-weißen Planeten. Es gibt nichts Besseres, als ein Kickers-Spiel am 53. Geburtstag hier zu hören. Hier sitzen 4 Kickers-Fans am Grill im Spessart unter der Kickers-Flagge und wir sind abartig empfänglich und so weiter, schreibt er. Also, er will einen Donnerschlag hören und er will den Sieg, ganz klarer Fall. Also, ja, denn Offenbarer sind überall. Bubble, die Huller rein und so weiter und so fort. Blutrot und Schneeweiß und so weiter, was er alles so hat. Kickers, Fahnen, Spessart, Biberg, Gmünd. Nur der OFC, das ist eine Botschaft vom Jojo. Also, das war ein langes Mail, alles fett geschrieben. Es war ihm anscheinend besonders wichtig. Ja, und ich würde sagen, wenn du und ich, wenn wir uns zusammentun, ich habe es mir gestern schon gewünscht, und wenn du dir es heute wünschst, dass die Kickers hier 3 Punkte entführen aus Pirmasens von der Hüsterhöhe, während jetzt Pirmasens einen weiten Ball nach vorne schlägt, unsere Abwehr kümmert sich da aber schon drum, dann sollte dieser Wunsch doch hoffentlich in Erfüllung gehen. Jetzt gibt es Einwurf Pirmasens von ihrer linken Außenbahn, fast schon an der Eckfahne. Und da orientiert sich jetzt auch fast alles Richtung Kickers, Strafraum, unsere Jungs als auch die Pirmasenser. Auch die Kopfballprominenz geht da in den Strafraum hinein. Kopfballprominenz, wer ist denn das? Die Kopfballprominenz, das sind die, die besonders gefährlich sind im Kopfballspiel. Lars, du musst bei meinen Wortschöpfungen auch mal ein bisschen mitdenken. Natürlich, das werde ich tun, ganz klarer Fall. Ich werde ein wenig darüber philosophieren. Ja. Und jetzt kommen sie aber linke Außenbahn, haben sich gut in Flankenposition gespielt. Tunay Dennis passt da erstmal auf und blockt ab zur zweiten Ecke für FK Pirmasens. Ja, da führen sie 2-0, oder? Nee, wir hatten auch schon. Nee. Ja, also gut, 2-0. Ich dachte, du hättest uns vielleicht eine unterschlagen hier, aber dem ist nicht so. Da habe ich hier noch Grüße, die Angie und den Thomas und das ganze Radioteam und alle Leverkusener Freunde. Danke für die tolle Übertragung. Heute ein Sieg und weiter geht's Richtung Liga 3. Bayer und der OFC vom Kickers Oberstenge. Also den grüßen wir zurück, der Oberstenge. So, rhythmisches Klatschen, Pirmasens mit dem Eckstoß. Jetzt geht's hier weiter auf dem Spielfeld. Oh, da sind wir für euch da, da kommt er reingeflogen hinten, ja, auf die Strafraumgrenze. Aber da muss Flauder gar nicht einschreiten. Ja, das war aber eben jener Yannick Kries, der also bisher das einzige Saisontor für Pirmasens geschossen hat, zum 1-0-Sieg gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Also da gilt es aufzupassen. Das ist ein großgewachsener Kerl und die Maske scheint ihn nicht daran zu hindern, bei den Kopfbällen das richtige Timing zu erwischen.
Nur diesmal hat er den Ball dann nicht voll getroffen, zu unserem Glück. Jetzt weiter Schlag nach vorne Richtung Matthias Fetsch, der legt mit dem Kopf wunderbar ab auf Serkan Firat ist das, der wird da umgehauen. Da gibt es einen Freistoß aus gar nicht so schlechter Position. Da kann man schon mal eine schöne Freistoßflanke hineinbringen. Und Serkan Firat hat gegen Groß Asbach das eben jenes schon ein paar Mal gut gemacht, hat er jetzt aber kurz ausgeführt auf Luigi Campagna. Ah, die schauen jetzt. Pirmasens orientiert sich da tief in die eigene Hälfte hinein. Und wir müssen jetzt so ein bisschen gucken, was können wir machen, um da eine Lücke aufzureißen. Campagna dreht sich da einmal um die eigene Achse, bringt ja jetzt einen Chipball hinein in den Strafraum Richtung Serkan Firat. Der kann ihn sogar ablegen Richtung Matthias Fetsch, überraschenderweise mit dem Kopf. Aber Pirmasens ist dann doch erstmal Herr der Lage, spielt den Ball jetzt hinten raus. Jetzt soll das Umschaltspiel bemüht werden. Und unsere Jungs, ja, Francesco Calabrese, etwas unkonventionell springt er da rein in den Ball. Eieiei, da sitzt er fast auf dem Ball, Salif Cisse. Aber weiter geht's mit dem OFC. Der hat er schnell ausgeführt und jetzt versucht es da, Tuma rechts rauszulegen. Jetzt muss die Flanke kommen. Da kommt sie auch vorne rein auf den Elfmeterpunkt. Ja, da ist Sobotta einen Kopf zu klein. Ja, also Marcel Sobotta ist da hochgesprungen zum Kopf, weil wäre da fast rangekommen. Der Riesensprungkraft, aber das war dann doch zu vieles gut. Das wäre der Witz des Jahrhunderts gewesen, wenn Marcel Sobotta ein Kopfballtor gegen die großgewachsenen Pirmasenser, also wahrscheinlich die größte Mannschaft der Liga, erzielt. Also dann wäre einiges schiefgelaufen da in der Defensivarbeit. Kraft ersetzt Körpergröße. Ja, ich würde sagen, Auge macht da ganz viel wett. Wenn du weißt, wo du dich hinbewegen musst, dann ist es egal, wie groß du bist und wie hoch du springen kannst. Also Hermann Huber hat ja immer behauptet, das liegt alles am Kopfballpendel. Ne? Wenn dann hast du genau das Timing, dann weißt du, wie du abspringen musst. Wenn du da am Kopfballpendel deine Stunden, deine Wochen und Monate zugebracht hast, dann bist du da absolut ein Kopfballheld. Und wer weiß, vielleicht sollten wir es auch mal wieder aufstellen für unsere Profis. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Zwei Leute, die es nicht brauchen, haben jetzt gerade den Ball, beziehungsweise jetzt hat Luigi Campagna den Ball, aber gerade eben stellen jetzt gegen Malte Karpstein. Wenn wir sagen, Luigi Campagna hat in dieser Saison noch keinen Zweikampf verloren, dann würde ich sagen, Malte Karpstein und Sebastian Jelinecki haben in dieser Saison noch keinen Luftzweikampf verloren. Also das Gefühl bekommt man auf jeden Fall. Karpstein jetzt mit dem Schlag links raus auf Ronny Marcos. Der möchte jetzt mit dem Kopf in die Mitte ablegen Richtung Marcel Sobotta. Da war aber erstmal Yannick Gries gut zu erkennen, der Mann mit der Maske und der Torschütze. Gegen Sonnenhof Groß Asbach zum 1-0. Guter Einsatz hier von Karpstein, der erst einmal Richtung Serkan Firat gespielt hat. Ja, und dann kriegt ausgerechnet Serkan Firat das Ding abgepfiffen. Nee, wir kriegen den Freistoß. Ja, so habe ich es auch gesehen. Also, das wollen aber die Pirmasenser nicht so gesehen haben. Da gibt es hier ein paar Probleme. Uiuiui, das war aber schlecht gemacht von Serkan. Da hätte er sich eine Millisekunde mehr Zeit lassen sollen vielleicht. Und dann wäre das vielleicht auch präziser gekommen, das Bällchen. Aber da ist er am Ball. Jetzt hat er die nächste Möglichkeit. Und da spielt er erst einmal exakt auf Ronny Marcos. Und dann geht es zurück hier auf Malte Karpstein. Ja, jetzt bietet sich vielleicht das Zentrum an, ganz klar, Tunay Dennis, rechte Seite. Ja, rechts raus, auf Francesco Calabrese gelegt, der wird jetzt Davut Tuma die Linie entlang schicken. Davut Tuma, ja, kann er sich da vielleicht durchsetzen? Nee, da wurde er gut körperlich weggedrückt vom Pirmasenser Linksverteidiger. Jetzt das Umschaltspiel, da aber zu unpräzise. Ball im Haus, Angelo Balletta, der hechtet ihm noch ein bisschen hinterher, aber dann wird es gleich Einwurf geben für den OFC. Und ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de. Interessiert uns natürlich, von wo ihr Fanradio hört und was euch so bewegt, dann werden wir das mit über den Sender geben. So, Serkan Firat, erst nochmal abgelegt. Jetzt Luigi Campagna halb rechts auf Tunay Dennis aus dem rechten Halbfeld. Kommt die Planke über 35 Meter nach vorne. Allerdings kommt sie postwendend zurück. Und da ist sie genau wieder bei Luigi Campagna und jetzt bei Tunay Dennis. Ja, also das Spiel läuft jetzt dann doch in den ersten paar Minuten hat Pirmasens auch eigentlich recht forschen Eindruck gemacht. Aber jetzt muss man sagen, jetzt wird es doch immer mehr das und das Spiel, was wir erwartet haben. Pirmasens defensiv massiert und wir müssen halt irgendwie diese Nuss knacken. Versuchen es immer wieder über die Außenbahnen, aber immer wieder sind auch kleine Unpräzisionen dabei, beziehungsweise fehlende Präzision. Nichtsdestotrotz, ein paar gute Chancen hatten wir schon. Die beste in Form von Matthias Fetsch, der einen Kopfball nicht ganz drücken konnte, aus bester Position von der 5-Meter-Raumkante sozusagen, nach guter Flanke von Ronny Marcos. Das alles erzähle ich, während der FK Pirmasens sich bereit macht, einen Einwurf aus der eigenen Hälfte ins Feld zurückzuwerfen und hoffentlich jetzt nicht gleich in den Gegenangriff der Kickers zu rennen. Das ist deren Plan, aber der OFC hat da was dagegen, versucht den Ball zurückzuerobern. Jetzt können sie den Ball erstmal rausschlagen, die Pirmasenser. Malte Karpstein schnappt sich die Kugel, da läuft auch keiner der Pirmasenser hinterher. Also unsere Innenverteidiger bekommen heute wenig Druck sozusagen im Aufbauspiel. Aber das heißt natürlich auch, dass sie da alle massiert hinten drin stehen. Da ist jetzt Francesco Calabrese zurück auf Jelinecki. Luigi Campagna versucht ja jetzt auch immer einzuschalten ins Aufbauspiel. Jetzt, guck mal, hier wird Malte Karpstein mal angelaufen. Aber direkt zurück auf Luigi Campagna. Und da ist jetzt Tunay Dennis. Ja gut, also ich sag mal, im Verhältnis zu Groß Asbach würde ich sagen, die waren zumindest williger, die haben erst einmal versucht, mehr anzulaufen, erst mal mehr zu tun. Hier die Pirmasenser, habe ich so einen Eindruck, versuchen zwar natürlich ihr Heimspiel hier ordentlich zu gestalten, aber irgendwie, dass sie forsch nach vorne spielen, das kann man so nicht sagen. Nein, und jetzt gibt es gerade Unruhen auf den Tribünen. Sebastian Jelinecki ist da zu einem Luftzweikampf hochgesprungen, wuchtig wie er nun mal ist.
Und ein Pirmasenser ist da zu Boden gegangen. Der Schiedsrichter hat nicht auf Freistoß entschieden, zum Unmut der Pirmasenser Haupttribüne. Und ai, da hört man, dass der Zauber an solchen Halbgeisterspielen ist natürlich immer, dass du auch jeden einzelnen Kommentar wortwörtlich verstehen kannst. Was hat er gesagt? Nichts, was ich jetzt unbedingt replizieren möchte an Mikro. Okay, aber es wird gleich hier weitergehen. Und in der Tat, also es wird wirklich ein bisschen dunkel, denn das Flutlicht, das leuchtet hier auf Sparflamme. Das kann man gar nicht anders sagen. Sind wir eben noch hier wirklich in der sengender Hitze, hier sengender Sonne sozusagen ins Schwitzen gekommen. So wird es jetzt hier immer dunkler. Und man will ein bisschen sparen, oder? Ja, vorhin hast du noch über mich gelacht, als ich gesagt habe, warum haben die das Flutlicht noch nicht an? Aber jetzt so langsam, also so ein bisschen ist das Flutlicht an, also aber... Also dem Mast sind zwei von, ich weiß nicht, 40 Lampen an? Ja, da bei dem anderen drei, da oben vier und ganz links von uns wieder nur drei. Also ich sag mal, in seinen letzten Tagen waren unsere alten Flutlichtmasten wahrscheinlich ähnlich altersschwach. Und die hieß ja schon im Volksmund die Funsel. Ja, so ist es. Das habe ich auch noch so ganz, ganz am Rande mitbekommen damals. Ja, also hoffen wir, dass wir heute noch das Spiel zu Ende spielen können, dass sie ihre Flutlichtanlage hier richtig schön anbekommen. Ja, leuchten wir ihnen den Weg mit unseren Handys. Jetzt gibt es aber erneut Freistoß hier aus dem Mittelkreis heraus, halb links daneben. Oh ja, der Schiri sagt, es war doch wohl an der Kreisgrenze sozusagen für Pirmasens. Das Ganze schon gerade so in der Offenbacher Hälfte. Campagna, der wird jetzt hier noch ein bisschen belehrt. Ja, mach das nicht, du böser du. Ja. Aber dann kann es hier auch weitergehen mit dem Freistoß, kurz ausgeführt, auf Pirmasenser Seite. Linke Verbindung. Ja, da spielen sie jetzt linke Außenbahn. Wenn Pirmasens kommt, dann über linke Außenbahn. Aber das hat Pirmasens auch sehr oft drin. Das sind Ungenauigkeiten, ob im Abspiel oder in der Ballannahme. Die haben auch mit ihrem eigenen Rasen zu kämpfen. Also so hundertprozentig Taktik gewesen sein kann das jetzt auch nicht, dass man hier einen extra schlechten Rasen hinzimmert, damit der OFC sich schwer tut im Aufbauspiel. Denn auch Pirmasens leidet darunter. Die Haupttribüne, das muss man wirklich sagen, die hat sich ja schon so langsam auf die Kickers eingeschossen. Der OFC war ein, zwei Mal etwas nickliger im Zweikampf, hat ein, zwei Mal auch netterweise von Tobias Fritsch das nicht abgepfiffen bekommen. Ja gut, alles dann vertretbare Entscheidung, aber pro Pirmasens 100%, ich pfeife der Schiedsrichter nicht. Schöne Seitenverlagerung jetzt, aber links raus auf Davut Tuma. Ronny Marcos läuft direkt mit. Davut Tuma zieht er jetzt in die Mitte rein, aber da kommt er nicht ganz vorbei an seinem Gegenspieler. Bis hierhin muss man sagen, die Defensive von Pirmasens macht einen guten Job, zeigt an, warum sie in den ersten zwei Spielen kein Gegentor kassiert hat. Ja, Einwurf geht's Ronny Marcos schnell ausgeführt hier auf Sobotta. Der versucht hier mal mit der linken Seite das Bällchen so über 10 Meter nach vorne zu spielen, aber das war nicht von Erfolg gekrönt. Tuna Dennis, ja, dann den Ball zurückerobert, wird hier niedergerissen. Auch wenn es hier ein Raunen gibt, gibt es natürlich trotzdem den Freistoß für den OFC. Ronny Marcos, der legt sich die Kugel hin, aber ausführen wird er ganz bestimmt nicht. Das wird doch sehr Kanfirat sein. Für einen Direktschuss ist das natürlich zu weit, 38 Meter. Aber eine schöne Flanke dort vorne bei den üblichen Verdächtigen. Da sehe ich nämlich Szelinjecki, da sehe ich Karpstein. Alle, wie sie dort vorne an die Strafraumgrenze kommen. Und jetzt kommt nämlich auch die Flanke dort vorne rein. Und jetzt wird nämlich genau dort rein verlängert. Ja, ja. Und dann hat er gepfiffen? Ja, hat sich der Karpstein aufgestützt. Das hat man, glaube ich, schon so ganz gut erahnen können, dass er da ein bisschen die Hände auf die Schultern seines Gegenspielers gelegt hat. Liebevoll hat er ihm die Hand aufgelegt. Also hat der Schiedsrichter dann abgepfiffen. Richtige Entscheidung, gibt es Freistoß vom Tor der Pirmasenser von Benjamin Reitz ausgeführt. Trotzdem, die Freistoßflanke von Serkan Firat war einmal mehr sehr, sehr ordentlich. Das haben wir jetzt schon in den ersten zwei Spielen gesehen. Diese ganzen Halbfeldflanken von Serkan Firat, die hat er scheinbar nochmal mit extra viel Fleiß geübt, denn da waren jetzt schon einige richtige Gefährliche dabei. Und wenn er die weiter so reinbringt, dann werden die auch noch in dieser Saison häufiger zum Erfolg führen. Und wir grüßen unseren Vizepräsidenten und seine tolle, nette Frau, die Franzis. Also Franzis und Jörg Briel, die hören natürlich OFC-Fanradio, weil sie immer am schnellsten informiert werden wollen, ganz klar. Und deswegen auch Grüße in Rot-Weiß zurück. So, weiter geht's jetzt mit Pirmasens. Nach dem Einwurf, ja, ja, ist der Ball erneut im Seitenaus. Kein Raumgewinn, aber schnell ausgeführt. Jetzt vielleicht der Raumgewinn. Aber da kommt erst einmal jetzt hier Campagna hinzu. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, er hat noch gar keinen Zweikampf verloren. Ich glaube, wenn du ihn interviewen würdest und sagst, hast du schon mal einen Zweikampf verloren? Er weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Ja, jetzt haben wir aber erstmal die Flanke von Pirmasens, kommt jetzt hinein. Aber Francesco Calabrese dabei. Ist es überhaupt ein Kampf, wenn von vornherein klar ist, wer gewinnt? Ja. Also es ist ein Zwei, kein Zweikampf. Also die Wortschöpfung des Kasper Lauk. Gut, weiter geht's hier jetzt mit Pirmasens hier vorm Strafraum. Spielen sie so ein bisschen um den Kreis. Jetzt hat er versucht, mal abzuziehen. Aber die Offenbacher Abwehrreihen stehen dort hinten dicht gestaffelt. Erstmal gut raus. Und jetzt muss es schnell gehen, genau über die linke Seite. Ja. Thomas, kriegt er den Ball noch?
Fast hätte er ihn bekommen unter dem Applaus. Hier erst einmal der Manuel Grünagel, der Zweikampfsieger. Aber schon ist das Spielgerät wieder in den Reihen der Unsrigen. Ja, also Fehlerquote auf beiden Seiten. Definitiv ein Faktor heute. Aber ich glaube, wenn wir so weiterspielen, dann werden wir uns noch ein paar Torchancen erarbeiten. Luigi Campagna schaut jetzt erstmal, wo kann er hinspielen, muss abdrehen, zurück auf Malte Karpstein. Da wurde er angelaufen von der Nummer 14 von Tom Schmidt. Das ist so der einsame Stürmer bei Pirmasens. Einsam, weil er als Einziger ab und zu auch mal anläuft. Wobei jetzt kommt die Nummer 24. Das ist Josef Marudis auch mal mit nach vorne gelaufen. Luigi Campagna wird aber angespielt, spielt er jetzt rechts raus Richtung Marcel Sobotta. Jawohl, schöne Spielverlagerung. Sobotta versucht den Ball mit Tempo mitzunehmen, kriegt ihn aber abgegrätscht. Also die beiden Außenverteidiger, die kochen unsere Außen bislang relativ gut ab. Also gewinnen da viele Zweikämpfe. Und das, was bisher unser Prunkstück war in den ersten zwei Spielen, das Spiel über die Flügel, kommt noch nicht so richtig zum Tragen. Also da tun wir uns noch schwer, da muss es vielleicht mal das Zentrum richten. Tunay Dennis geht da zu Boden, er schreit da laut auf und die Haupttribüne, die hat den Tunay Dennis schon so richtig gefressen. Ja, naja gut, also er wird es verschmerzen können. So, der Andreas Bastian grüßt aus Rumpenheim und er will natürlich ein Tor von uns reingebabbelt bekommen und das werden wir natürlich auch tun. Grüße an ihn und an seinen 79-jährigen Vater, also der hört uns natürlich auch zu. Ganz klarer Fall. So, und was gibt's jetzt hier? Freistoß OFC, wie gesagt. Also begeistert sind die Pirmasenser Zuschauer nicht, aber das ist uns ziemlich wurscht. Ja, also Tunay Dennis, ja, wir hätten jetzt beim Gegner auch Wunderheilung gesagt. Also kann ich den Unmut der Pirmasenser Fans ein wenig nachvollziehen, hier auf der Husterhöhe. Ja, jetzt ist Tunay Dennis am Ball, das heißt, wahrscheinlich werdet ihr es jetzt immer erkennen, wenn Tunay Dennis am Ball ist. Am Pfeifkonzert im Hintergrund, die Haupttribüne hat sich auf ihn schon mal eingeschossen. Malte Karpstein jetzt gerade am Ball. Wir versuchen, das Spiel aufzubauen und versuchen da jetzt irgendwie die Lösung zu finden. Tunay Dennis wird jetzt angespielt. Da kommen jetzt wieder die Buhrufe von der Tribüne. Ganz klarer Fall jetzt auf Francesco Calabrese. Jetzt läuft der OFC-Angriff über die rechte Außenbahn. Langer Schlag nach vorne. Wir versuchen es auffällig häufig mit dem hohen Ball Richtung Matthias Fetsch. Aber das kann ja durchaus eine Lösung sein. Aber der Abfangjäger, der war wieder aktiv und jetzt geht es weiter hier über die linke Seite mit Davut Tuma und Ronny Marcos. Naja, aber letztendlich bekommt nicht er den Ball, oder? Doch, bekommt er den Ball tatsächlich. Also da hat der Pirmasenser Kollege hier reklamiert, er wollte den Einwurf für sich haben. Und jetzt geht es hier weiter mit Ronny Marcos, zurückgespielt auf Karpstein bis auf die Mittellinie und dann hinten Zelenjetski. Der letzte Mann sozusagen auf die halbrechte Verbindung. Tuma Dennis gespielt und da gibt es gleich das Raunen wieder. Also auf den haben sie sich so ein bisschen eingeschossen und da ist er wieder an der Kugel. Jetzt hier direkt auf der Außenlinie. Ja, kann er nicht weiterspielen. Naja, was gibt's da? Einwurf OFC und die 400 Linienrichter da auf der Haupttribüne haben es selbstverständlich andersrum gesehen. Die werden heute nicht mehr glücklich mit dem Tobias Fritsch und seinen Assistenten. Dem Jonas Brombacher und dem Philipp Reitermeier. Aber gut, müssen sie ja auch nicht. Und jetzt gibt es den Einwurf Francesco Calabrese schon in der Hälfte des FK 03 Pirmasens. Also schaut er, wo wirft er hin? Auf Marcel Sobotta, der kann den Ball nicht behaupten. Campagna versucht da ranzukommen, kommt jetzt auch nicht ran. Marcel Sobotta erobert den Ball aber stark geil zurück. Gemacht, nach hinten gearbeitet. Sobotta, auch wenn es dann ein bisschen zu viel getackelt war, so hat zumindest der Schiri gesehen, hat hier abgepfiffen und so wird es Freistoß geben für Pirmasens. Das Ganze jetzt gleich schon in der 33. Spielminute beim Stande von 0:0. Ja, also Marcel Sobotta da gerade eben gegen einen der größten Pirmasenser, gegen Kapitän, das war David Becker mit der Nummer 9, hat er ihn da weggedrückt und das muss man schon wundern, wie das funktionieren kann, dass Marcel Sobotta diese Kante wegdrückt. Also da hat er wirklich mit aller Macht versucht, den Ball zurückzuerobern. Jetzt Pirmasens also am Ball, Freistoß schon ausgeführt, über die rechte Seite versuchen sie es jetzt durchzukombinieren. Ronny Marcos wird zwar getunnelt, holt aber den Ball tatsächlich, hat er stark gemacht, gibt dann aber einen Einwurf. Und ich finde es auch super, wie hier auf der auf der Tribüne vor uns, wird schon mal im Vorhinein, bevor der Schiedsrichter überhaupt eine Entscheidung treffen kann, wird da schon mal gemeckert, damit der Schiedsrichter da erst gar nicht in die Verlegenheit kommen kann, eine Fehlentscheidung zu treffen hier außer Sicht. Jetzt kommt Pirmasens schon in den Strafraum hinein kombiniert. Da geht er zu Boden nach dem Zweikampf mit Ronny Marcos. Also da wollen sie jetzt mal ein bisschen viel, die Pirmasenser Fans. Das war im Leben kein Elfmeter. Das ist ja eigentlich der Job der Zuschauer, so ein bisschen Stimmung zu machen, auch so ein bisschen Druck auf den Schiri. Aber das war dann doch ein bisschen lächerlich, jetzt hier Elfmeter zu fordern. Denn da war nichts, aber auch gar nichts, was den OFC hätte hier einen Elfmeter bescheren können. So, stattdessen der OFC jetzt wieder im Neuaufbau. Allerdings muss erstmal hinten rumgespielt werden.
Serkan Fierat vielleicht ein bisschen weit vorgelegt, aber dann hat Tunay Dennis die Kugel doch unter Kontrolle gebracht und Fierat erneut. Und jetzt sollte er vielleicht ja, den Weg nach vorne suchen. Er macht erstmal das Gegenteil auf Karpstein und dann wechselt er die Außenbahn. Auf rechts geht's über Luigi Campagna. Ja, da ist Francesco Calabrese jetzt. Schau mal, der Ball ist im Aus und bevor der Linienrichter überhaupt die Hand heben kann, wird da schon ausgerufen und zwar so, als hätte der Schiedsrichter es nicht gesehen. Also die Fans, die haben hier jetzt schon richtig Bock, sich mit dem Schiedsrichter zu frotzeln die restlichen 90 Minuten. Macht ja auch Spaß, wenn man sich da so ein bisschen reinsteigert. Kennt man auch selber von der Waldemar. Also, da wollen wir es mal nicht so streng mit Ihnen nehmen. Jetzt gibt es einen Freistoß für Pirmasens tatsächlich. Ja. Und weil das Spiel unterbrochen ist, sage ich es nochmal, unterstützt euer Fanradio und Kickers TV, zahlt es dem OFC Heim. Er legt vor und ihr macht das Ding klar. Und so kriegen wir das immer weiter gemeinsam hin. Das Laufband läuft, da habt ihr die Kontoverbindung. Und gleich, wenn es hier weitergeht, dann werden wir wieder auch auf Ballhöhe sein. Nämlich jetzt gleich ist es soweit. Und dann wird Pirmasens versuchen, den Freistoß hier aus ja, 29 Meter diagonal links zum Tor auf Flauders Kasten rüberzubringen. Ja, der hat gerade Davutuma mächtig zusammengestaucht. Jetzt kommt aber der Ball hineingeschlagen. Matthias Fetsch knallt den erstmal raus. Schuss aus der Distanz. Und Flauder muss sich da richtig reinschmeißen. Muss er sich ganz lang machen. Flacher Abschluss. Ganz gefährlich. Aber Flauder packt dazu, holt sich den Ball und wirft jetzt direkt ab. Das war jetzt die beste Gelegenheit der Pirmasenser. Ganz klarer Fall. Das ist so. Auf jeden Fall. Und jetzt kommt der OFC über die linke Seite mit Ronny Marcos. Ah, Tunay Dennis. Ja. Diese Seite hat ihn nicht so ausgepfiffen. Also der ist dann doch mehr auf der Haupttribüne unbeliebt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jelenetski erst einmal rechts rausgelegt. Also da haben sie einfach jetzt hier mal die Seiten gewechselt. Aber ich sag mal, am Ausbuhen lag es bestimmt nicht. Nein, nein. Nichtsdestotrotz muss man... Oh, Malte Karpstein da mit einem Fehlpass im Aufbauspiel. Ist in der Ball ein bisschen abgerutscht. Der OFC tut sich im zunehmenden Spielverlauf immer schwerer. Also wir kommen kaum noch richtig zielgerichtet nach vorne. Pirmasens, ja, lässt hier wirklich kaum was zu und so langsam hat man auch das Gefühl, der OFC, ja, dem fehlen gerade so ein bisschen die ganz, ganz zündenden Ideen, was er hier machen kann. Die Außenbahnen sind jetzt erstmal kaltgestellt, so hat man den Eindruck und übers Zentrum macht Pirmasens das auch geschickt und macht da viel dicht. Also da müssen wir uns wirklich was einfallen lassen, wie wir hier Torchancen kreieren können. Und wenn es dann nicht geht darüber, dass wir hier den Pirmasens an die Bude einrennen, dann muss vielleicht auch einfach mal ein Standard herhalten oder eine geniale Einzelaktion. Und da haben wir auch genug Leute im Kader, die so eine geniale Einzelaktion mal zünden können. Aber jetzt nach 37 Minuten muss man doch sagen, ist es das erwartet harte Stück Brot. Auf jeden Fall. Also schauen wir mal jetzt einen Wurf aus der eigenen offenbaren Hälfte. Ja, Serkan Fierat erstmal weit nach vorne geschlagen Richtung Mittellinie. Da stand Serkan Fierat. Allerdings die Blauen jetzt zurück am Spielgerät. Ja, und das Flutlicht gibt einfach nichts zu. Ich weiß jetzt nicht. Jetzt kommt die Flanke vorne rein, aber schön abgefangen erst einmal. Also, was hat er jetzt? Jetzt wollen sie Handgesehen haben, oder was? Ja, Jelenetski hat den Ball halt oberhalb des eigenen Schienbeinschoners angenommen. Und das ist natürlich ein Handspiel, ganz klarer Fall. Das war, und brutales Foul noch dazu, oder? Ja, gleichzeitig. Also die sind schon ein bisschen lustig hier, aber gut. Nun ja, gut, dass der Schiri da drauf reinfällt. Ja, ja. Aber ja, das Flutlicht dürfte doch langsam mal ein paar mehr Lampen anmachen. Rechte Außenbahn, kommt Pirmasens gut in den Strafraum hineingespielt. Ronny Marcos passt auf, klärt zur dritten Ecke für Pirmasens. Da steht es 3:0. Und das zeigt schon, der OFC tut sich schwer nach vorne zu kommen. Noch keine Ecke herausgespielt. Pirmasens jetzt schon deren 3. Und die wird jetzt gleich, das ist Josif Marudis, wird die jetzt bringen. Also von der rechten Angriffsseite der Pirmasenser. Rhythmisches Klatschen der Haupttribüne und der Gegengerade hier. Also müssen sie relativ lang durchhalten mit dem Klatschen, weil er sich jetzt erst den Ball hinlegt. Würde ihn mit rechts vom Tor wegbringen, vom Tor von Stefan Flauder. Und jetzt unsere Jungs verteidigen das im Raum. Jetzt kommt die Flanke hineingeschlagen und Jelenetski steigt da hoch und köpft ihn raus. Aber zweite Welle der Pirmasenser läuft, rechte Außenbahn. Jetzt kommt die Flanke hineingeschlagen, die kommt gut, gefährlich. Donnerschlag, das war jetzt wirklich eine Riesenmöglichkeit. Da sind gleich zwei vorbeigesprungen und der kurz am langen Pfosten stand, der musste ihn spätestens reinmachen. Eieiei, das war jetzt die große Möglichkeit. Und in der Tat ist es so, wie wir es festgestellt haben. Pirmasens wird immer stärker, vom OFC immer weniger zu sehen. Ja, und die Flanke, die war richtig gut. Das war natürlich Josif Marudis, der da vom Eckball noch außen stand. Hat die mit richtig Zug reingebracht und dann kam dann zum Glück kein Pirmasens am Randerball. War sehr, sehr hart getreten.
und dann vielleicht auch einfach schwer zu nehmen. Unser Glück natürlich, aber darauf wollen wir uns jetzt eigentlich nicht verlassen müssen. Also jetzt vielleicht dann erstmal schadlos in die Kabine kommen. Das kann vielleicht, muss jetzt vielleicht sogar erstmal das Credo sein tatsächlich, denn Pirmasens kommt hier richtig auf, wird dann hier richtig Morgenluft und dann in der Halbzeitkabine sich besprechen, was man machen kann, um dieses Spiel wieder mehr in den Griff zu bekommen. Es ist jetzt nicht so, dass Pirmasens uns hier komplett überrennt, aber großartig Druck sind wir nicht mehr in der Lage aufzubauen und Pirmasens jetzt dann doch mit der zweiten gefährlichen Torannäherung. Ja, also wegen uns könnte es schon fast Halbzeit sein, denn es muss erstmal ein Break geschaffen werden, damit es dann wieder hier richtig zum Spielfluss kommt auf unserer Seite. Das sah am Anfang doch besser aus und zunehmend wird Pirmasens stärker jetzt, da wir gleich 40 Minuten gespielt haben beim Stande von 0:0. Aber es hätten durchaus Tore fallen können und wir hätten uns nicht beschweren können, wenn Pirmasens es gemacht hätte. Und jetzt versuchen sie nämlich erneut, aber dann hat erst einmal Karpstein den Ball gut abgelaufen. Flauder, ja, der versucht ihn hier rauszuschlagen, erst einmal ins Seite aus. Ja, da wollte Ronny Marcos anspielen, der Ball war ein bisschen, hat er zu hoch angesetzt, zu viel Kraft reingelegt in den Schlag da auf die Außenbahn. Grünnagel von Pirmasens wird den Ball jetzt schon in Offenbacher Hälfte einwerfen. Schaut, wirft er da seinen Kollegen an, Ronny Marcos da im Zweikampf. Die Flanke kommt trotzdem rein. Malte Karpstein kann jetzt aber erstmal rausklären, aber da ist halt niemand da, wo er jetzt den Ball hinschlägt. Da hatte er eigentlich Marcel Sobotta vermutet, der war aber eingerückt und insofern, ja, Pirmasens jetzt wieder am Ball, haben sie ihn relativ leicht sich zurückgeholt und wir kommen nicht so richtig dazu, selber mal wieder den Ball kontrolliert zu haben. Nächste Flanke hinein in den Strafraum. Malte Karpstein steigt da hoch. Der neue, ja, wahrscheinlich der neue Herr der Lüfte, so kann man wirklich sagen. Wirklich, war es richtig, richtig hochgesprungen. Und da wird der OFC doch zurück in Ballbesitz kommen. Oh, die Pirmasenser weit zurückgeschlagen. Naja, pass mal auf, jetzt wird hier von Fetsch erst einmal gepresst allerdings. Ja, ja, kommt der Ball fast in die richtige Richtung. Es ist unglaublich, wie dunkel es jetzt hier wird. Aber es ist, oh, da oben gehen jetzt ein paar mehr Lämpchen an, sehe ich. Jetzt haben sie sich dann doch erbarmt. Die machen keine Lampe zu viel an. Ehe es hier nicht stockduster ist, brennen hier nicht alle. Die machen nur so viele Lampen an, wie sie hier unbedingt müssen. Also das ist wirklich höchste Strom- und Energiespareffizienz, die Pirmasenser hier an den Tag legen. Ja, also. Einwurf OFC jetzt. Kommen wir da durch? Nee, der Ball ist schon wieder verlustig gegangen. Ja, Luigi Campagna, es ist also auch meistens nur der Schlag nach vorne, den wir da setzen. Und jetzt Luigi Campagna mal zurück zu Flauder gespielt. Jetzt können wir mal selber den Ball nochmal kontrollieren. Vielleicht vor der Halbzeit nochmal einen kontrollierten Ballvortrag. Nochmal ein bisschen mit kontrollierten Passspielen in die Offensive kommen und nicht nur mit dem weiten Schlag nach vorne. Denn das muss man wirklich sagen, Matthias Fetsch, das ist ein Hühne, das ist ein großgewachsener Spieler, den kannst du hoch anspielen. Aber wenn er großgewachsene Gegenspieler hat, dann tut auch ein Matthias Fetsch sich da schwer, den Ball da immer zu verwerten und immer festzumachen. Tunay Dennis, jetzt hat er da mal den Ball, spielt da rechts raus auf Calabrese, der wird aber sofort wieder gestellt von seinem Gegenspieler, muss da abdrehen, muss da zurückspielen auf Jelinecki und der schaut jetzt, wo spielt er hin. Ja, so richtig, die Lösungen finden sie nach wie vor noch nicht. Malte Karpstein, jetzt links rausgelegt auf Davut Tuma, war schwer zu verwerten. Mit ein bisschen Glück bleibt der OFC im Ballbesitz, schlägt in Person von Ronny Marcos den Ball Richtung Matthias Fetsch, aber nur grob in Richtung von Matthias Fetsch. Und ja, dann gab es ein paar Zweikämpfe und dann jetzt eine Freistoßentscheidung des Schiedsrichters. Ja, so knapp ein bisschen über einen Meter in der Hälfte der Offenbacher, Grünnagel. Der passt vor der Außenbahn, rechte Außenbahn, spielt jetzt zurück auf den eigenen Innenverteidiger, auf Yannick Gries. Also Pirmasens, ja, die haben hier jetzt richtig angezeigt, dass sie nicht nur ein Unentschieden haben wollen, sondern dass sie auch durchaus versuchen wollen, nachdem sie doch etwas zögerlich waren, hier auf Sieg zu gehen. Jetzt der nächste Abschluss von Pirmasens, aber das war ganz ungefährlich. Ja, 42. Spielminute, 0:0 steht's. Ja, und da hätte durchaus schon was passieren können. Aber im Moment sind wir eigentlich erstmal froh, dass es noch 0:0 steht. Auch wenn die Pirmasenser jetzt keine Massen an Chancen hatten, muss man sagen, minimal sind sie vielleicht doch ein bisschen gefährlicher gewesen. Also insofern muss der OFC sich hier doch nochmal richtig finden. Jetzt erst einmal versucht, rechts rauszuspielen. Da kommt der Ball auch postwendend zurück. Aber hier geht's wie beim Tennis. Die Blauen zurück am Spielgerät, versuchen es übers linke Halbfeld, stehen durchgesteckt. Jetzt geht's da schon, ja, ganz Richtung Torauslinie und kurz vor der Eckfahne ist er nochmal abgedreht, zurückgespielt, aber Pirmasens bleibt hier sozusagen vor dem Kreis am Ball, spielt also um den Kreis herum, jetzt über die rechte Seite, immer noch Pirmasens, kein Offenbacher, der da mal energisch klären könnte, immer noch Pirmasens, also das sieht nicht wirklich gut aus und Flauder, der muss dem ganzen Spuk jetzt ein Ende machen. Ja gut, war eine schwache Flanke dann letzten Endes von Pirmasens, aber da haben sie in und um unseren Strafraum gespielt und wir haben da nicht richtig die Zweikämpfe gewinnen können. Und aktuell könnte man sagen, das ist so eine Fußballer-Floskel, wir finden den Zugriff gerade nicht, aber so hat man so das Gefühl, das ist tatsächlich der Fall gerade. Also
gerade wenn Pirmasens den Ball hat, wir schaffen es aktuell nicht so richtig, dann auch mal den Ballführenden unter Druck zu setzen. Und das geht dann tatsächlich sogar bis zu unserem Strafraum, wo wir diese Probleme haben. Im Strafraum ist dann zum Glück bisher immer Schluss gewesen. Aber nichtsdestotrotz, damit wird Angelo Balletta nicht zufrieden sein. Da wird er ein paar Takte sagen und sagen müssen in der Halbzeit. Eventuell werden wir dann auch schon früh einen Wechsel sehen. Wer weiß, wir haben ja genug Leute auf der Bank. Also Tim Tiersen könnte kommen, Garic, Lemmer, Hussein Basic, Bojai und eventuell dann noch Lukas Albrecht. Also das sind Leute, die das Spiel nochmal verändern können. Vor allem dann in der Offensive haben wir einige Leute, die dann noch eine andere Farbe reinbringen können ins Spiel. Jetzt gibt es einen Einwurf, ja, auf Höhe der Eckfahne, aber die Mittellinie, denn da gibt es auch noch eine Fahne sozusagen. Mittellinie, Eckfahne, also ja. Wie auch immer. Tunay Dennis, der ist am Spielgerät rechts rausgespielt aus dem Zentrum, kommt die Kugel rüber auf die rechte Außenbahn. Oh, der war vielleicht ein bisschen weit. Oder kriegt er den auch? Feilschnell ist er ja. Aber das ist dann so viel des Guten. Und so hat der Schlussmann Benjamin Reitz das Leder aufgenommen. Ja, jetzt schaue ich mal zur Uhr. Ja, anderthalb Minuten maximal noch in der offiziellen Spielzeit. Ja, und dann ja, wäre jetzt hier eigentlich Halbzeit. Ja, weiß nicht, vielleicht legt da noch ein bisschen was drauf. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wäre jetzt erst einmal mit dem Halbzeitpfiff zufrieden. Denn ich glaube, so ein Break, der könnte uns gut tun. Ja, vielleicht sich nochmal sammeln. Angelo sagt noch ein paar Takte, was man vielleicht verändern kann im Spiel. Irgendwas müssen wir verändern, das steht fest. Denn so soll es doch bitte nicht weitergehen in den zweiten 45 Minuten. Allzu viel Grund zum Nachspielen gibt es jetzt eigentlich auch nicht. Und da bestätigt der Schiedsrichter mich. Der Schiedsrichter pfeift ab zur Halbzeit. Okay, dann sind wir gleich wieder für euch da in Halbzeit Nummer 2. OFC Fanradio und Kickers TV ist der vereinseigene Sender der Offenbacher Kickers. Erhalte dir das immer schnellste Medium rund um deine Kickers mit deinem persönlichen Unterstützungsbeitrag. Denn schneller als live geht nun mal nicht. Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf dem Bach. Zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay, unendlich. Okay. Vergessen, geht wieder bei 0 los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Aktiv. Kick es auf. Hermann Nuba erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, ist die 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Next, let's bring.
Hop. Hop. Spiel von 1946 aktiv. Bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in Anfang ein Spiel gesagt. Hop. 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 Und der nächste Letzbrief. Hop. Hop. Und der nächste Letzbrief. Hop. Hop. Und auf Wiedersehen, bis Donnerstag, 8:30 Uhr. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang ein Spiel gespielt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay, okay, und Elbow. Was war, ist vergessen, geht wieder bei 0 los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hop. 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 Und der nächste Letzbrief. Hop. 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 Vor dem Abgrund. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946
bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf dem Bach, Kickers auf dem Bach, Kickers auf dem Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und den nächsten Letzten. Hopp. Aktiv. Kickers auf dem Bach. Kickers auf dem Bach. Hermann Nuba erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, es liegt 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf dem Bach, Kickers auf dem Bach. Zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Und Ellbogen. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30.
Hop. Hop. Go to the next ledge, please. Hop. 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 Sekunden vor dem Abflug. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. So, Lieben, gleich wird's weitergehen und wir haben Informationen für euch, denn Kasper, es gibt nicht nur einen Wechsel, es gibt gleich einen Doppelwechsel. Ja, Angelo Balletta war genauso wie wir der Meinung, dass ich ein bisschen was tun muss, während Stefan Flaude nochmal den Ball testet und erneut feststellt, dass er nicht so doll aufspringt. Also, Florent Bojaj ist ins Spiel. Oh, und ich sehe gerade, ich habe ja gesagt, eigentlich für Matthias Fetsch, aber das stimmt nee, gar Fetsch nicht. Fetsch ist noch drin. Auf dem Feld. Als Doppelspitze. Ja, Doppelspitze, Bojaj, Fetsch. Das wurde schon auf Facebook auch gewünscht. Und Luka Garic ist für Luigi Campagna ins Spiel gekommen. Also haben wir jetzt eine Doppel-6, Tunay Dennis und Luka Garic. Wir werden jetzt einen deutlich spielerischen Ansatz wählen heute und haben jetzt den Doppelsturm Florent Bojaj und Matthias Fetsch. Da müssen wir gleich noch gucken, wer für Bojaj rausgegangen ist. Das werde ich gleich noch nachreichen. Davut Tuma ist rausgegangen, sagt der Nico vom Medienteam und dann vertrauen wir darauf. Und jetzt schau mal hier, die Pirmasens haben das Pressing für sich entdeckt. Das ist uns natürlich recht, wenn die jetzt pressen. Das oh, die waren natürlich auch sozusagen angespitzt aus der ersten Halbzeit. Gerade zum Ende hin wurden sie immer stärker. Und ich denke, dass wir den Mut gemacht haben. Und da werden sie versuchen, jetzt dran anzuknüpfen. Aber jetzt will erstmal der OFC hier nicht anknüpfen, sondern hier selbst Akzente setzen über die rechte Seite. Mit Sobotta ist der Ball erst einmal im Seiten aus. Und so gibt es Einwurf. Ja, ja. Wer wirft ein? Calabrese oder Sobotta? Natürlich erst einmal Calabrese. Und der schaut, wo könnte er hin? Werfe. Ja, dann kam er erst kurz zu Sobotta, unter dem Schuh sozusagen mitgenommen und dann kommt die Flanke vorne rein, Kopfball, gute Möglichkeit und jetzt vielleicht nochmal Serkan Firat aus der linken Bahn nochmal zurückgespielt, Ronny Marcos, vielleicht schnell die Flanke, nee, erst nochmal rumspielen aus dem Zentrum, Danny Stunay und der versucht es auch nochmal über die linke Bahn. Ja, Ronny Marcos ist da jetzt, also den Ball da links rauslegt. Serkan Firat steigt auf den Ball, schafft sich ein bisschen Platz, Flanke hinein Richtung Matthias Fetsch. Aber so einen kleinen Ticken zu hoch angesetzt. Nichtsdestotrotz, der OFC kommt also offensiv auf der Kabine. Da ist dann der Doppelsturm. Also jetzt am Werk und dann hoffen wir uns natürlich mehr Offensivstärke davon. Tunay Dennis holt da jetzt gerade den Ball zurück. Luka Garic, auch der ist neu im Spiel. Wie gesagt, für Luigi Campagna also im Spiel. Doppel-Sechser jetzt. Wir spielen jetzt ein relativ klassisches 4-4-2. So würde ich das jetzt einfach mal deuten. Wobei Serkan Firat da jetzt auch viel im Zentrum unterwegs ist. Aber wahrscheinlich wird er linke Außenbahn bekleiden. Und wir müssen da jetzt irgendwie natürlich die offensiven Lösungen finden. Und wahrscheinlich wird Angelo Balletta ein paar Takte gesagt haben in der Halbzeit. Hat auch gerade eben, nachdem die Mannschaften schon auf dem Feld waren, noch ein bisschen auf seine Spieler eingeredet, hat sich noch ein paar Spieler geschnappt und nochmal genaue spezifische Anweisungen gegeben. Francesco Calabrese jetzt am Einwurf, schon fast an der Grundlinie. Tunay Dennis, kann er den Ball da behaupten? Ja, gegen zwei, ja tatsächlich, Richtung Marcel Sobotta. Und der kriegt den Ball dann aber nicht verwertet, schade. Und so, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den Konter der Pirmasenser verhindern, die jetzt mit schnellen Umschaltspielen nach vorne kommen. Nicht schlecht. Und da sind sie jetzt 2-3 rechter Außenbahn. Haben sie es aber zum Glück ein bisschen unpräzise ausgespielt. So wird der Angriff ein bisschen ausgebremst. Trotzdem, die Flankenposition ist noch vorhanden bei den Pirmasensern. Jetzt zur Grundlinie gegen Flagge hinein. Ja, Kapstein, der hat da noch den langen Huf ausgepackt, ganz klar. Und das war auch gut und das war wichtig. Der hat nämlich geklärt hier rechts am Kasten von Flauder vorbei. Sonst hätte es dann richtig brenzlig werden können. Aber so wird es jetzt erst einmal Eckstoß geben für Pirmasens. Naja, also sie versuchen schon da anzuschließen, wo sie aufgehört haben. So ist es. Jetzt gibt es also einen Eckball von der rechten Außenbahn. Und da wird er jetzt gleich hineingetreten werden. Rhythmisches Klatschen von der Haupttribüne.
Und da wird der Ball jetzt gleich vom Tor von Stefan Flauder weggebracht werden. Also da wird der Ball jetzt hineingeschlagen, hoch und weit und erstmal rausgeköpft. Und jetzt könnten wir vielleicht sogar kontern, weil wir den Ball tatsächlich behauptet haben. Marcel Sobotta geht am Gegenspieler vorbei. Ja, jetzt läuft der Konter nämlich. Ist er da allerdings alleine gegen drei Gegenspieler. Und dann kann er da leider nicht viel initiieren. Pirmasens haut den Ball aber direkt wieder weg. Also die haben auch in der zweiten Halbzeit mehrheitlich den destruktiven Ansatz gewählt wahrscheinlich. Ja klar, die werden nicht allzu unzufrieden sein und so wie sie in der ersten Halbzeit gespielt haben, können sie auch durchaus berechtigte Hoffnung machen, dass vielleicht nochmal einer reinfällt und gerade eben war es ja wieder brenzlig für die Offenbacher Hintermannschaft. Da musste Malte Karpstein klären, der jetzt in seiner Person den Ball am Fuß hat, auf Luka Garic spielt, unseren neu eingewechselten Sechser da im Mittelfeld. Da ist jetzt Tunay Dennis, der wird jetzt angelaufen, muss jetzt ganz zurückspielen zu Stefan Flauder. Und Luka Garic spielt sich da an. Ah, guck mal hier, jetzt werden wir richtig gepresst. Ja, also das weiß ich nicht. Das haben wir zwar in Großaspach auch eine Weile gesehen, aber dann hat der OFC doch zurück zum Konzept gefunden. Und das kann man allenfalls für die Anfangsminuten sagen. Da sah das noch einigermaßen so aus, aber irgendwie haben sie mehr und mehr den Faden verloren. Aber jetzt in der zweiten Halbzeit kann und soll und muss es natürlich besser werden. Aber, die Saarbrücker, die haben was der... Ach, die Saarbrücker. Die Pirmasenser, sag ich schon, Saarbrücker. Die haben was dagegen. Und sie spielen es ihren Umständen entsprechend gut durch. Jetzt kommt die Flanke von der linken Seite vorne rein, direkt auf den Elfmeterpunkt. Und nochmal geklärt, Donnerschlag, wieder Riesenmöglichkeit. Nein, Kasper. Also so richtig, das Hallo-Wach ist noch nicht hier in der Halbzeit ertönt. Ja, Josef Marude, es kommt ja fast einen Kopfball von seinen Kollegen an die Kopfballablage ran und schlägt das Ding oder kommt er mit dem Fuß, mit der Fußspitze noch dran, dann geht der Ball zum Glück deutlich übers Tor. Aber das alles doch sehr in der Nähe vom Kasten von Stefan Flauder. Und einmal mehr Pirmasens, also gefährlich. Ja, es ist jetzt halt diese Gratwanderung von uns. Wir müssen halt gucken, dass wir den Druck hochhalten oder dass wir Druck richtig aufbauen. Aber andererseits wird Pirmasens halt immer wieder diese Umschaltsituation suchen und immer wieder uns davor Probleme stellen. Und ja, man kann schon sagen, nachdem die ersten beiden Spiele spielerisch doch relativ leichtfüßig waren, ist das heute eine richtige Reifeprüfung, weil Pirmasens uns so den Spaß am Fußballspielen, man merkt das, so richtig vermiesen will. Auf jeden Fall, denn das hat richtig Laune gemacht, was wir gesehen haben, insbesondere das schnelle Flügelspiel, gerade auch in Großaspach, aber auch schon im ersten Heimspiel. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie sind sie von Anfang an nicht so richtig hier zu Rande gekommen. Ich weiß nicht, ob es mit diesem seltsamen Geläuf zusammenhängt. Wie gesagt, wir haben das mehrfach festgestellt, der Ball dotzt überhaupt nicht, der lebt förmlich auf dem Rasen. Ich weiß nicht, was das ist, habe ich so noch nicht gesehen. Aber das kann es alleine nicht sein, denn die Pirmasenser, die spielen ja auch auf diesem Rasen. Also insofern keine Entschuldigung. Und naja, ich denke, es braucht einfach so eine Initialzündung und die kann ja natürlich noch kommen und die muss und die wird auch kommen. Und wenn es dann eben durch einen Standard ist. Ja, beide Mannschaften übrigens jetzt schon seit über 200 Minuten ohne Gegentor. Kleiner Fun-Fact, Marcel Sobotta da jetzt am Ball nach Kopfballablage von Florent Bojai. Und Marcel Sobotta, der treibt das Leder richtig, geht da Richtung Zentrum. Jetzt kann er links rauslegen, wird er noch abgedrängt. Ja, und mit ein bisschen Glück bleibt beim Ballbesitz und dann ist der Ball doch verlustig gegangen. Aber trotzdem, das hat den Verteidigern der Pirmasens mal ein bisschen Arbeit gegeben. Malte Karpstein geht da jetzt gut ins Gegenpressing und der Ball ist bei Serkan Fierer. Linke Außenmann hat richtig Platz. Flanke kommt jetzt hinein in den Strafraum, geschlagen Richtung Matthias Fetsch. Aber da sind sie erstmal dazwischen. Jetzt vielleicht Tunay Dennis, da versucht es mal aus dem Zentrum, aber es bleibt beim Versuch. Das war dann doch ein bisschen kläglich. Und so kommen sie ihrerseits über die halblinke Verbindung. Die Pirmasenser ganz in Blau gehalten. Ja, da zieht er ein bisschen ins Zentrum rein. Das ist Bürger. Und was gibt es denn jetzt hier? Ein Geraune. Die Zuschauer wollten schneller nach vorne gespielt sehen. Aber gut, ja, jetzt kommt dann der weite Pass. Allerdings abgefangen auf offenbarer Seite. Und das ist der Torschütze aus dem Spiel auswärts in Großaspach, der jetzt hier die Kugel zurückgeholt hat. Und dann ist der OFC erneut im Ballbesitz. Der Ball springt hier ganz zurück. Und so müssen sie neu aufbauen, tief in der eigenen Hälfte. Ja, und das geht jetzt über die linke Bahn. Ja, da ist Matthias Fetsch, der sich tief in die eigene Hälfte hat fallen lassen, das Aufbauspiel sozusagen mit ankurbelt. Ronny Marcos möchte da den Ball dann auf die linke Außenbahn, auf Second Vierrad spielen, kriegt ihn dann aber weggeschlagen. Und so gibt es Einwurf OFC direkt vor der Trainerbank. Angelo, der da schaut jetzt Ronny Marcos, wo kann er hinwerfen? Ja, so richtig ist niemand frei. Doch, jetzt Serkan Fierat. Ah, an dem verspringt der Ball. Also, ja, es soll keine Ausrede sein, weil unsere Jungs scheinen wirklich zu kämpfen zu haben mit diesem Untergrund. Pirmasens etwas besser darauf eingestellt, aber ganz klarer Fall, das kann keine richtige Ausrede sein, denn beide Mannschaften haben auf demselben Grund zu spielen. Also aber eines muss man sagen, der OFC ist immer nur am Reagieren und agieren ist in den meisten Fällen die FK Pirmasens, die Club, so nennen sie sich ja selbst. Ja, also da wünschen wir uns doch, dass da jetzt hier ganz bald eine Wendung ins Spiel kommt
und dann am Ende natürlich das Törchen auf der richtigen Seite fällt. Jetzt erst einmal aufpassen, da sind sie schon wieder zurück an der Kugel. Also das ist das. Schnell den Ball abgeluchst und dann soll es hier über die rechte Seite durchs Mittelfeld gehen. Ja, dann kommt der Pass vorne Richtung Elfmeterpunkt, aber gut aufgepasst von Karpstein. Und Bojai, der nimmt den Ball hier mit der Brust mit. Schön gemacht, auf die linke Bahn abgelegt. Und jetzt muss die Flanke kommen von Sobotta, auf Sobotta dort vorne. Ja, der ist im Laufduell mit Torhüter Benjamin Reitz. Sobotta beschwert sich, aber es war zu wenig, um Elfmeter zu fallen. Also Reitz packt den Ball und dabei trifft er auch ein bisschen den Fuß von Sobotta. Aber dadurch, dass er doch ja, aus meiner Sicht auch eher erstmal am Ball war, ja, kann ich die Entscheidung durchaus nachvollziehen vom Schiedsrichter, da nicht auf Elfmeter zu gehen. Auch wenn ich es mir natürlich gewünscht hätte und ich hätte mich auch nicht großartig beschwert, wenn der Schiedsrichter es so entschieden hätte. Also rechts neben uns, da finden die IFA statt, die internationale Funkausstellung, die sonst in Berlin, aber was hier an Hightech sozusagen aufgefahren wird, um eine Fernsehübertragung möglich zu machen, das haben wir so lange nicht gesehen, denn hier ist alles, was Rang und Name hat, bis hin zum Reporter, alles teuerstes Gerät, also und auch die Manpower, das ist schon wirklich beachtlich. Ü-Wagen und Uplink, Satellitenübertragung, all das, man kommt sich vor, als ob wir Europacup spielen würden. Ja, tun wir doch auch, also Auswärtsspiel gegen Pirmasens, deutsch-deutsches Duell im Viertelfinale des Europapokals. Zwei Mannschaften, die ich da auch absolut sehe. Na gut. Also wenn der UFC das bezahlen müsste, dann bräuchten wir, dann können wir keinen Kader mehr finanzieren. Ja, also das ist schon sehr, sehr hochwertig. So, weiter geht's mit dem UFC, denn der ist da zurück an der Kugel. Der kam ja eingewechselt ins Team zurück. Ja, Missverständnis. Bojai, der hat ein bisschen gelauert auf das Bällchen. Jetzt versucht er aber anzulaufen. Das ist auch die richtige Entscheidung, ganz klarer Fall. Was soll er denn anders auch tun? Er ist ja noch frisch, er hat ja natürlich noch Luft. Und jetzt ist der Ball ganz zurück in den Offenbacher. Ja, Defensivreihen, Malte Karpstein und Jelinjetski, die spielen sich die Kugel zu. Und dann ist es Tunay Dennis aus dem rechten Halbfeld. Muss jetzt die Flanke kommen? Hm, weiß ich nicht. Kommt er noch ran? Calabrese? Naja, da hat er versucht, mit viel Effe hier auf rechts zu spielen. Aus Einwurf wird es geben, OFC. Ja, und da es auf unserem Platz noch 0:0 steht, auf allen anderen Plätzen der Regionalliga Südwest wurde schon mächtig das Tor getroffen. Werde ich gleich nach diesem Einwurf nochmal drauf eingehen, für alle, die die Kicker-App jetzt nicht offen haben. Also schauen wir erstmal, was der OFC macht. Versucht dann mit Tunay Dennis in Flankenposition zu kommen. Tunay Dennis, ja tatsächlich, da wühlt er sich durch, aber wird sofort wieder von zwei Leuten gestellt. Nächster Einwurf, gebe ich kurz ein paar Ergebnisse durch. Also, Schotten Mainz führt gegen den Homburg, gegen den FC Homburg mit 1:0 daheim. Groß Asbach führt 2:0 auswärts gegen Hoffenheim 2. Und zwischen Stadt Allendorf und Kassel, da steht es schon 3:3. Also da ist auch schon mächtig was passiert. Ja, aber Kasper, ich sag dir, wir brauchen nicht viele Tore. Eins würde mir reichen, wenn wir hinten ja, sauber zu Null spielen und jetzt wäre vielleicht die Möglichkeit da. Serkan Firat, der schirmt zumindest jetzt hier mit dem ganzen Körper erstmal den Ball ab, versucht dann den Ball zurückzuspielen. Allerdings war es jetzt doch eher der Gegenspieler und dann ja, geht er genau wieder zurück in die Reihen der Blauen. Eieiei, wie gewonnen, so zerronnen und dann ist er im Seitenaus. Also im Moment ist es wenig schön anzusehen. Ja, wobei ich schon sagen muss, man merkt schon, dass der UFC durch den zweiten Stürmer jetzt etwas mehr Präsenz hat da in der Offensive. Aber Pirmasens, das ändert nichts daran, dass Pirmasens halt defensiv wirklich wahnsinnig stark steht. Und dass es auch keine Schande wäre, wenn die hier das dritte Spiel mit ohne Gegentore passiert. Oh, Tunay Dennis mit einem weiten Distanzschuss! Der nein! Nachschuss! Und da ist er drin! 1:0 für der UFC! Da ist das Ding! Und Matthias! Fetchinho, Fetchi, er hat das Ding gemacht. Der OFC führt hier auf der Osterhöhe. Aber das Tor geht sowas von auf die Kappe von Tunay Dennis. In der eigenen Hälfte, er denkt sich, wisst ihr was, Leute, wenn ich hier keine Anspielstation finde, dann rotze ich das Ding drauf. Und dann springt er, glaube ich, noch vom Pfosten ab. Und Matthias Fetch ist da als einziger, dass ich gedacht, da könnte ja noch was passieren. Also gehe ich da mal hinterher. Und im Stile eines Torjägers hat er das antizipiert und hat das Ding über die Linie gedrückt. Was ein geiles Ding das jetzt war. Fetchinho steht da, wo ein Stürmer stehen muss, macht das Ding. Aber ganz klar, der mehr als nur der Assist, der geht hier an Tunay Dennis. Denn der hat das richtig gesehen, der hat das richtig antizipiert und der hat das ganze Ding hier vorbereitet. 1:0 also jetzt, da haben wir auf die Initialzündung gewartet, um ein Tor zu machen. Aber jetzt ist das Tor da, um ja, vielleicht weiter hier positiv agieren zu können. Also hoffen und wünschen wir es unseren Buben. Das ist doch erst einmal jetzt das, was wir sehen wollten auf der Anzeigetafel. Ist jetzt auch hier die 1 eingeschaltet und zwar auf der richtigen Seite, nämlich für den Gast. Und was ich jetzt sage, meine ich im besten Sinne für den UFC. Aber wenn man im Duden
ab heute die Definition von Tor aus dem Nichts nachschlagen will, dann wird man direkt zu diesem Tor von Matthias Fetsch und Tunay Dennis geleitet. Denn das war es aus dem Nichts, auch von der Spielsituation her, da war eigentlich gar nichts Spannendes dran mit dem Mittelfeld und Tunay Dennis haut das Ding da einfach drauf. Also das ist ja eine alte Fußballerweisheit, wenn du schon nicht richtig im Spiel bist, dann machst du wenigstens ein Tor. Ja, so ist es. Wir haben ja schon gehört, das war ja auch bei seiner Spielervorstellung so, dass seine außergewöhnliche Schusstechnik hervorgehoben wurde und die haben wir jetzt, würde ich sagen, mal gesehen. Ja, da ist er wieder, jetzt hat er wieder den langen Pass sozusagen hier ausgepackt. Tunay Dennis hier. Also, der könnte hier mit zum Match wieder werden. Und Fecinho und Boyai, die haben jetzt beide schon getroffen. Also, wer hat hier eigentlich ein schlimmer Problem? Also, wunderbar. Freut mich auch wahnsinnig für Matthias Fetsch, nachdem in Groß-Asbach das Tor noch abgepfiffen wurde, dass er jetzt also getroffen hat. Ich glaube, das ist immer schon deutlich wichtiger für Stürmer, als sie zugeben wollen, dass sie ihr erstes Tor für den neuen Verein relativ zeitig schießen. Und umso mehr freut es mich für ihn, dass er da jetzt also getroffen hat zum 1:0 für den UFC. Ob es verdient war oder nicht, naja, also eigentlich das 0:0 war schon ziemlich leistungsgerecht. Und wenn eine Mannschaft so ein paar Mal hier am 1:0 geschnuppert hat, dann war das eher Pirmasens. Das ist uns sowas von egal, wir freuen uns extrem drüber. Der UFC hat jetzt eine Freistoßposition, Tunay Dennis hebt die Hand. Und ja, der wird doch nicht direkt drauf schießen. Doch, der schießt direkt drauf! Oh nein, der Schuss! Ah nein, aber das gibt's doch nicht! Eieiei, der ist ja außer Rand und Band, war, dieser Tunay Dennis, oder? Lars, was war denn das für eine Entfernung? Also 130 Meter schießt er gar nicht. Also, den kannst du ja vom eigenen Fünfer die Tore schießen lassen, den Tunay Dennis. Eieiei, und der Ball springt von der Unterkante der Latte ab und wahrscheinlich genau auf der Linie. Ich denke, das ist in Ordnung, dass der Schiedsrichter hier nicht auf Tor entschieden hat. Aber trotzdem, was war das denn für ein Ding schon wieder vom Tunay Dennis? Habe ich schon gesagt, der wird doch nicht schießen und dann rotzt er da so ein Ding drauf. Ja, der ist für eine Überraschung gut und eigentlich sollten es jetzt die Pirmasenser gemerkt haben. Aber gut, so schnell kriegst du den nicht in Schach. Also, weiter geht's, Pirmasens mit dem Freistoß. Weit, weit, weit vom Offenbacher Tor entfernt. 38 Meter, rechte Seite, rhythmisches Klatschen seitens der Pirmasenser Fans. Ja, kommt Flanke hin, nein, Fett steigt da hoch und köpft das Ding erstmal raus. Und mir tut's für den Tunay Dennis ein bisschen leid, jetzt kommt vielleicht ein Konter vom OFC. Ja, Serkan Firat muss da erstmal abdrehen. So tut er dir leid. Naja, also bei beiden Dingern, wenn die Dinger reingehen, dann hat er den Titel Tor der Woche oder Tor des Monats tatsächlich sicher. Also und so. Man of the Match ist der Stand jetzt sowieso. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, also tatsächlich, das ist jetzt nicht die rot-weiße Brille. Wenn die Dinger, die beiden jetzt reingegangen wären von Anfang an, dann schicken wir das zur Sportschau ein und hat das Ding sehr gute Chancen. Naja gut, also der Abpraller war jetzt nicht mehr so schwer zu machen, aber ganz klar, die Vorarbeit, das war schon wirklich zum Zugeschnalzen. Also auf so eine Idee musste erstmal kommen. Ja, und auch bei dem Freischuss, das war jetzt nicht die klassische Direktschussentfernung sozusagen, das war eigentlich ein bisschen zu weit weg, aber gut. Da ist er wieder, nee, jetzt sind erst einmal reingegrätscht, ja. Und jetzt gibt es hier Freistoß wohl für den OFC, auch für die Mittellinie. Pirmasens, okay. Da war ein Foul von ich glaube, so Botta zuvor und dann, ja. Dann kam unser zuvor. Na, wobei, wir kriegen jetzt gelb. Garic kriegt gelb. Okay. Ja, und Tunay Dennis hat sich da wehgetan, wird da aber. Also die Haupttribüne glaubt, zweifelt daran, dass sich Tunay Dennis so wirklich wehgetan hat. Also wir haben ja in Pirmasens uns schon des Öfteren richtig schwer getan. Ich erinnere mich nur an die Saison mit Rico Schmidt, glaube ich, war es. Ja. Da haben wir, glaube ich, im allerersten Spiel hier 3 Stück, glaube ich, bekommen. Oh, richtig auf die Fresse bekommen. Das war doch eher Balingen, nee, ich meine, das wäre hier gewesen. Und ich meine, da wäre so ein Weitschuss gewesen, auch so von der Mittellinie noch. Also da ist alles zusammengekommen. Und naja, jetzt sieht es erst einmal viel, viel besser aus. Auch wenn der Fußball über weite Strecken nicht so viel besser aussah, als das, was wir zuletzt gesehen hatten. Aber gut, das spielt alles keine Rolle. Am Ende hat Angelo Balletta ja richtig gesagt in der Pressekonferenz, Fußball ist ein Ergebnissport und er kann damit auch leben, wenn man mal nicht so gut spielt, wenn denn das Ergebnis stimmt. Ja, das ist allemal richtig. Da hat er die Quintessenz des Fußballs sozusagen beschrieben. Denn ganz klar, Fußball ist ein Ergebnissport. Und ja, man kann sich nicht viel von einem schönen Spiel kaufen, außer dass man sich daran aufbauen kann, wenn man verloren hat. Florent Boyai behauptet er jetzt den Ball, hat er gut gemacht. Mit der Hacke, wollte ich auf Calabrese weiterlegen, aber ein bisschen zu weit. Calabrese zeigt an, eigentlich eine gute Idee, aber halt zu unpräzise gewesen. Mit den Flauder ging ja noch einen Schritt weiter bei seiner letzten Pressekonferenz. Er hat gesagt, ich würde sogar gerne einen kassieren, wenn ich weiß, dass wir vorne 2 machen. Ja gut, einer ist jetzt zumindest schon mal gefallen und ein zweiter wäre durch diesen Freistoß von Tunay Dennis um ein Haar auch gefallen. Also das war wirklich Unterkante der Latte. Und wenn dann
einen halben Millimeter tiefer angesetzt ist der Freistoß von Tuner Dennis gerade eben, dann steht es hier ganz klar 2-0. Zieliński, starke Balleroberung, treibt jetzt das Leder. 3 gegen 3, 3 gegen 4. 4 Offenbacher gegen 3 Pirmasenser. Jetzt legen ihn links raus auf Matthias Fetsch mit dem Ball zurück in die Mitte. Oh, und Lobo, ja, er kriegt den Ball nicht ganz, weil Benjamin Reitz da vorher zugeschnappt hat und sich den Ball geholt hat. Aber das war jetzt wieder ein klasse herausgespielter Angriff. Also so wollen wir das sehen. So macht das richtig Laune. Und ins, ja, beim Spielstand von 1-0, da lässt sich es natürlich auch ganz gut nach vorne spielen. Also Pirmasens, die versuchen es jetzt. Ja, und sie sind natürlich ein bisschen aus dem Spielfluss gekommen. Ja, klar ist auch, dass wenn du dich hinten reinstellst und auf Konter spielst, dass du dann, wenn du 1-0 hinten liegst, dass du deine Taktik ein bisschen anpassen musst, weil der OFC wird ihnen mutmaßlich, das hoffe ich natürlich, jetzt nicht den Gefallen tun, da ganz viel Raum für Konter jetzt zu lassen. Da wird jetzt vielleicht etwas besser abgesichert, beziehungsweise auch schon vorher, muss man ja sagen, haben unsere Jungs sich alle Mühe gegeben, da die Konter gut zu verteidigen. Aber Pirmasens hat das halt auch einfach stark gespielt. Ronny Markus jetzt am Einwurf vor der Trainerbank, der Gastgeber vor der Trainerbank von Patrick Fischer. Schaut er jetzt, wo wirft er hin? Und hat jetzt Tuner Dennis gefunden, der den Ball da jetzt nach vorne schlägt. Boja steigt da hoch. Aber Pirmasens gewinnen den Kopfball, das Kopfballduell und können jetzt erstmal ihre Sätze in Angriff initiieren. Da über die rechte Außenbahn. Aber Zieliński ist da dazwischen. Gerade eben auch schon mit diesem bärenstarken Ballgewinn, der zum großen Konter vom OFC geführt hat. Und die nächste Balleroberung. Aber Matthias Fetsch, tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgedreht. Der konnte den Ball da nicht verwerten. Also Kaspar, ganz, ganz lang. Sag mal, om, ja, ja. Setz dich mal auf den Boden. Ja, Lars, so. Du hast hier gut reden. Du hast hier deine 3 Weizenbier drin. Ja, genau. Waldemar Hartmann lässt grüßen. Eieiei, weiter geht's hier mit dem OFC. Freistoß wird's geben, direkt hier auf der Mittellinie. Naja, und das sieht doch alles schon viel, viel besser aus. Vor allen Dingen, wenn wir auf die Anzeigetafel schauen. Da steht die 1 auf der richtigen Seite. Wenn er Dennis nochmal direkt draufhaut. Pass auf, jetzt schießt er von dort direkt. Und das ohne Anlauf. Guck mal hier. Nee, nee, nee. Also rechts rüber auf Calabrese soll er kommen. Soll er kommen. Und auch ihm sei es verziehen, dass mal ein Ball nicht ankommt. Tuner Dennis. Und jetzt versuchen sie es wieder über die rechte Seite. Ja, Serkan Firat muss erstmal das Bällchen ablegen. Genau das ist jetzt hier passiert. Garic, ja, der läuft ihm einfach hier davon. Spielt dann raus auf die rechte Seite. Calabrese, na, da ist er hängen geblieben. Da ist er hängen geblieben in den Reihen der Blauen. Und das sind die Schuhstädter hier aus Pirmasens. Aber was man auch ganz klar jetzt merkt, dass Pirmasens jetzt ein bisschen mehr aufmachen muss, dass es uns jetzt auch etwas leichter fällt, natürlich mit dem Tor im Rücken zu kombinieren, dass jetzt vielleicht ein paar Dinge mehr klappen, die vorher halt nicht geklappt haben. Und ich denke, das sollte uns doch noch die Möglichkeit geben, ein paar Torchancen zu kreieren, um vielleicht dann auch auf ein bestimmt vorentscheidendes 2-0 zu gehen. Jetzt gibt es aber erstmal Freistoß für Pirmasens, linke Außenbahn. Ja, so 2 Meter von der linken Außenbahn, von der linken Außenlinie entfernt. Was ist die Torentfernung, Lars? Was sagt dein Scanner? Der Scanner sagt, ich muss erst mal gucken, wo überhaupt der Ball genau liegt. Ich kann es gar nicht sehen, denn der Schiri, der verdeckt mir hier die Sicht. Okay, da ist es. Also jedenfalls linke Seite und dann sind es 36 Meter und 34 Zentimeter. Also, und das wollen wir jetzt genau schauen, wie das Ding hereingeflogen kommt. Da vorne, da stehen sie erstmal alle an der 16er Linie, da ist Schluss und jetzt ist er freigegeben. Da kommt er reingeflogen, hinten auf die 16er Kante, ja, ja, ja. Und dann ist er jenseits von Gut und Böse im Tor aus und da darf er auch bleiben. Wegen uns kann er auch jetzt schon abpfeifen. Ja, also es wäre in Ordnung. Wie viel hätten wir denn jetzt eigentlich noch zu gehen? Ich frage. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. 65. Minute, da kann man schon mal abpfeifen, oder? Ja, also die Mehrheit des Spiels ist jetzt schon getan. Es gibt jetzt nochmal einen Wechsel auf Pirmasenser Seite, die Nummer 14 geht raus. Das ist Tom Schmidt, der da das Spiel verlässt. Ich kann noch nicht ganz sehen, wer da ausfällt. Ich kann ja mal hier unseren Bildregisseur, den Thomas, fragen, ob er die Uhr so ein bisschen nach vorne drehen kann. Ne? Und dann wird schneller abgepfiffen. Also, weiter geht's. Also, Benno Mohr für den FK Pirmasens. Die Nummer 7 ist aufs Feld gekommen. Geht er jetzt auf die linke Außenstürmerposition, linke Außenbahn. Da wird er jetzt wahrscheinlich versuchen, Sachen zu initiieren. Stefan Flauder jetzt mit dem Abstoß, haut er den weit nach vorne Richtung Matthias Fetsch, der jetzt im Kopfball hochsteigt und tatsächlich, ja, mehr oder minder das Kopfballduell für sich entscheidet, auf Serkan Firat ablegen kann. Und Serkan Firat, schau an, der geht hier jetzt vorbei. Ja, sehr schön. Ja, wendig Serkan Firat, linke Außenbahn gegen 2. Da dreht er erstmal ab, aber Ball ist gesichert. Ball ist in unseren Reihen bei Zieliński, der jetzt ganz zurückspielt zu Flauder, den Ball eben noch nach vorne geschlagen hat. Und jetzt auf Luka Garic spielt. Jetzt muss Pirmasens natürlich Pressing anbieten, das ist klar. Zieliński mit dem weiten Schlag nach vorne Richtung Serkan Firat, aber der wird wohl im Abseits gewesen sein. Ja, klar. Obwohl wegen 3 Meter, weiß ich nicht. Aber gut.
Also er stand da, wo gemeinhin für andere Spieler das Abseits gilt, natürlich nicht für Offenbacher. Nein, niemals. Aber gut, das war ein klarer Fall, also da gibt es nichts zu deuteln. Und weiter geht's mit Pirmasens, die versuchen es jetzt hier auf die rechte Bahn. Nein, nein, da war er erstmal hinten dazwischen, unser Recke aus den Abwehrreihen. Und jetzt versuchen sie es erneut ganz auf der Außenbahn, rechts direkt vor der Haupttribüne, die auch ein bisschen ruhiger geworden ist, das kann man schon sagen. Gab es da vorhin noch viele Kommentare, Buhrufe, zum Teil sogar ein paar kleine Pfiffe und so weiter. Für unsere ist das jetzt hier, hat sich das alles ein bisschen normalisiert. Und ja. Pirmasens, sie kommen. Also über die rechte Außenbahn, da kommen wir nicht so richtig ran, die Flanke hinein, aber in die Arme von Flauder, gar kein Problem. Ja, also man könnte wirklich sagen, ich glaube, die Haupttribüne hat einfach verstanden, wenn sie den Tunai Dennis hier die ganze Zeit ausbuhen, dann machen sie ihn halt nur wütend und dann passiert das, was halt vorhin passiert ist. Und ich glaube, die sind da jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden, was da ihre Unmutsbekundung gegenüber Kickerspielern angeht, weil die wissen, gut, wenn sie jetzt den Serkan Firat auch noch ärgern würden, ja, dann wird es ganz düster für die Jungs da unten. So, jetzt kommt erstmal der weite Pass dort auf die linke Seite, kriegt er den, tatsächlich kriegt er den und jetzt muss er irgendwie noch in die Mitte reinkommen, hat er erstmal schön verzögert, dort hinten aus dem Rückraum könnte jetzt der Schuss kommen, aber rechts vorbei. Da hat er doch verzogen, Fecinho. Und dann sage ich nochmal, ja, euer Unterstützungsbeitrag, der ist uns herzlich willkommen, der wird gebraucht. Zahlt es euren Offenbacher Kickers heim, dass sie hier vorlegen mit dem Livestream. Das heißt, das schnellste Fanradio bzw. das schnellste Medium rund um den OFC ist wieder aktiv und das ermöglicht ihr. Dafür erstmal herzlichen Dank. So, ja. Du hast Zwischenergebnisse oder was? Ja, genau. Also Groß Asbach ist inzwischen 3:0 in Führung gegangen. Die anderen Spieler haben so eine kleine Das heißt, die können auch Fußball spielen? Die können auch Fußball spielen, obwohl wir sie ganz gut davon abgehalten haben im letzten Spiel. Aber was ich dir eigentlich zeigen wollte oder allen anderen, falls ihr einen kleinen Nostalgietrip haben wollt, das Spielerbild von Matthias Fetsch. Ja, das alte Trikot von damals, das Weinrote. Ja, also das ist tatsächlich noch das alte Spielerprofilbild. Da haben wenigstens ein OFC-Trikot haben sie ausgewählt. Ja, sie haben sich gedacht, gut, der hat doch schon mal bei Offenbacher gespielt, dann nehmen wir einfach das Bild von damals. Also das leuchtet da jetzt auf in der Kicker-App, weil der OFC durch Fetsch nach wie vor 1:0 in Führung liegt und durchaus auch schon gute Gelegenheiten hatte, auf 2:0 zu gehen. Und ich würde sagen, Stand jetzt sind wir näher dran an 2:0. Ronny Marcos mit einem mächtigen Sprint versucht er den Ball da zu holen und wird dann nicht ganz belohnt, aber zumindest der Konter der Pirmasenser, der konnte nicht gestartet werden. Oh, und jetzt Fetsch, ja, holt sich da fast den Ball nach dem Abstoß vom Torhüter der Pirmasenser und jetzt mit einer Kopfballstaffette kommen die Pirmasenser in die Offensive. Aber immer wieder sind unsere Jungs dazwischen und das Publikum. Na, die werden unruhig. Jetzt gibt es hier sogar Pfiffe auf den eigenen Seiten, zumindest ein großes Rumoren. Und der OFC, der kommt ein bisschen besser in Tritt. Und das ist jetzt die Möglichkeit, vielleicht erneut mit Tunai Dennis, der Kreativspieler, das haben wir wirklich hier gesehen, das kann man wohl für über ihn behaupten. Und jetzt Serkan Firat, ja, aus dem Zentrum heraus, vielleicht direkt abschießen, genau das macht er auch. Ja, da ist er nochmal aufgedotzt, warum denn eigentlich nicht? Also ein Schuss, auch wenn er dann hier aus 28 Metern doch nicht wirklich gefährlich war. Ja, und eine Sache ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Ihr könnt ja nicht glauben, was momentan alles auf uns einströmt in der Geschäftsstelle des OFC. Und da möchte ich mal zwei Personen ganz besonders hervorrufen, obwohl das ungerecht ist. Alle geben wirklich alles. Und ihr seht ja selbst, was alles los ist. Wie aufgeregt ihr seid. Kann ich ins Stadion, kann ich nicht ins Stadion? Wie funktioniert das mit dem Ticketing, mit dem Kickers TV und all diese ganzen Geschichten? Und die Ello, die sitzt jetzt immer noch da und tippt und macht und bearbeitet eure Fragen, eure Kritik und all diese ganzen Geschichten. Das ist unglaublich, das ist unmenschlich, was die momentan da leistet. Deswegen einen ganz, ganz herzlichen Gruß in Rot-Weiß. Und dieses Tor, ja, das wir hier geschossen haben, das soll auch dir gewidmet sein. Und der andere, der ist Thomas Adler, der ist auch Tag und Nacht nur unterwegs. Der hat in den letzten 14 Tagen so gut wie nicht geschlafen. Der versucht, die Technik zu verbessern, damit wir dann auch am Samstag immer noch einen besseren Stream hinbekommen. So, jetzt geht's weiter über die linke Seite. Das ist Sobota, der OFC vielleicht mit der Möglichkeit und dann ist er abgefangen auf Pirmasenser Seite. Ja, aber einmal mehr hatten wir gerade eben die Situation, dass Pirmasens gepresst hat und im Verbund mit Stefan Flauder da hinten drin haben sie das Pressing sehr gut ausgespielt. Pirmasens, jetzt kommen sie über die rechte Außenbahn, aber der Ball ist einmal mehr im Aus und die Zuschauer sind wirklich unzufrieden und ja, ich glaube, das hilft nicht unbedingt um der Mannschaft, das Selbstbewusstsein, das jetzt vielleicht so ein bisschen angeknackst ist durch diesen Rückstand zurückzugewinnen und so, ja, haben wir jetzt Einwurf in unserer eigenen Hälfte. Pirmasens zählt das jetzt auch gar nicht so krass offensiv zu. Das heißt, also ja, da sind sie auch noch ein bisschen zögerlich. Klar, wenn du grundsätzlich eine defensiv eingestellte Mannschaft bist, dann ist das schon wieder deiner Natur, jetzt ganz, ganz offensiv und Hurra und Pressing zu spielen. Aber sie haben es jetzt schon ein paar Mal gemacht mit dem Pressing. Wir haben es aber jetzt auch ein paar Mal gut ausgespielt. Jetzt kommt Pirmasens im Strafraum. Ist er da am Ball mit dem Rücken zum Tor? Jetzt legt er da links raus auf den neuen Mann. Flanke hinein, abgewehrt von Serkan Firat. Der behauptet jetzt erstmal den Ball. Jetzt haut den Ball raus, Serkan. Sehr gut. Richtung Matthias Fetsch. Oh, Kopfballverlängerung. Die ist gar nicht so leicht zu nehmen.
sein. Die war nicht so wahnsinnig lange, war Fetschi fast noch dran gekommen vor dem Keeper Benjamin Reitz. Aber Gefahr erkannt, Gefahr gewandt bei den Pirmasensern, die jetzt versuchen, was zu initiieren. Weiter, weiter Crosspass, raus, aber da ist Ronny Marcos, der sich jetzt gleich den Ball holen wird, sage ich, und werde, ja, nicht ganz eines Besseren gelehrt. Ronny Marcos kam zwar den Ball, aber hat den Ball ins Ausgeschlagen. So Einwurf Pirmasens jetzt über die rechte Außenbahn. Es versuchen nach vorne zu kommen, die Flanke in die Mitte rein und Karpstein, nee, Zieliński ist das, der den Ball da erstmal rausköpft und ein zweites Mal ist es Zieliński. Sie sehen manchmal ganz schön ähnlich sich, gell, da, wenn sie da hinten im Fight sind. Ja. Von der Seite hier so, also insofern kann man die schon mal verwechseln, ganz klar. So, aber es steht 1-0, das ist die gute Nachricht und 73. Minute, die hat hier schon begonnen. Also, der OFC im Moment erstmal auf der Erfolgsstraße und ich sag mal, wir müssen einfach einen nachlegen. So einfach kann Fußball sein. Ja, Tunay Dennis jetzt erstmal mit der Spielverlagerung, kommt Serkan Firat auch noch ran, jawohl, kommt er noch ran. Hat er jetzt direkt vor unserer Nase auf der rechten Außenbahn des OFC viel Platz, wird hinterlaufen von Francesco Calabrese. Das gibt Serkan Firat jetzt den Raum in die Mitte reinzuziehen, macht er jetzt auch auf Tunay Dennis jetzt zurück. Der schaut jetzt, was kann er machen, der spielt jetzt schön rechts raus auf Francesco Calabrese, der ist jetzt im 1 gegen 1 und das löst er gut auf Flanke hinein in den Strafraum. Aber oh, Fetsch kommt da nicht ganz ran an den Ball. Einmal mehr Benjamin Reitz, das muss man sagen, der ist hier heute sehr aufmerksam bei diesen ganzen Hereingaben, ist jetzt schon ein paar Mal positiv aufgefallen, dadurch, dass er die Flanken gut gesehen hat und gut abgefangen hat. Aber beim Gegentor, ja, da war er machtlos. Fiese Situation, wenn du weit vorm Tor stehst und dann kommt da so ein unerwartet langer Ball und das, die Rückwärtsbewegung als Torhüter, die ist wirklich ganz schwer, weil du willst natürlich den Ball im Blick behalten, aber Rückwärtsrennen ist ganz schön schwierig. Ja. 2 Minuten vor der legendären Kickersviertelstunde, auch wenn die hauptsächlich für Bibershöhen gilt. Ja, haben wir ja zuletzt gesehen, das kann natürlich auch auswärts gelten, ganz klarer Fall. Und gleich ist es soweit, in 1,5 Minuten, da wollen wir nochmal hier richtig einläuten. Kasper, du musst dann Bingelingeling machen, damit es hier vielleicht nochmal einschlägt auf der richtigen Seite. Und da sage ich einfach mal, machen wir das 2-0, dann ist hier Schicht im Schacht, dann ist der Drops gelutscht. Dafür ist unsere Defensive einfach zu stark, um hier 2 Tore innerhalb von kurzer Zeit zuzulassen. Hoffe ich. Also man hat jetzt auch schon vieles gesehen im Fußball und auch extrem defensiv starke Mannschaften haben schon mal ganz alt ausgesehen. Aber nichtsdestotrotz, das muss man wirklich sagen, unsere Mannschaft sehr, sehr kompakt. Also das ist wirklich schwer für die angreifende Mannschaft, da Chancen zu kreieren. Jetzt Tunay Dennis mit dem Ball rechts raus auf Serkan Firat, der kommt aber nicht ganz rein, wird er abgelaufen. Erstmal zurück zum Torhüter gespielt, Serkan Firat läuft ihn jetzt aber erstmal an, den Herrn Reitz. Der muss deswegen lang nach vorne schlagen. Malte Karpstein steigt da hoch, hatte sich hat er mal ein Kopfballduell verloren erstmals in diesem Spiel. Und da läuft direkt der Pirmasenser Angriff über die rechte Außenbahnflanke jetzt hinein in den Strafraum. Aber Flauda ist da und fängt ihn. Wirft jetzt auch direkt ab auf Tunay Dennis, das heißt wir könnten eventuell jetzt den Gegenangriff einleiten auf Florent Bojai, der lässt prallen für Dennis und der hatte gedacht, dass Serkan Firat da auf der rechten Außenbahn läuft, aber der Serkan hat diesen Weg nicht gemacht, so ist der Ball jetzt im Seiten aus und in den Reihen der Pirmasenser zurück, die jetzt über den eigenen Torhüter das Spiel wieder aufbauen. Ja, es ist jetzt so ein bisschen die Frage, was man jetzt machen soll. Soll man weiter versuchen, das Heft des Handels in der Hand zu behalten auf Kickers Seite? Oder verlässt man sich auf seine gute Defensive? Jetzt kommt nämlich erstmal Pirmasens, linke Außenbahnflanke hinein Richtung zweiten Pfosten. Aber da ist nur Ronny Marcos. Ah, der wollte, glaube ich, mit der Brust zurücklegen auf Flauder. Zu Flauder ablegen. Ne? Und dann ist er aber rechts am Tor vorbeigegangen. Also, es gibt Eckstoß von der rechten Seite. Und das hat jetzt auch die FKP-Fans hier nochmal aufgeweckt. Ja, und da wird es den Eckball vom Kollegen mit der Nummer 7 geben. Der neue Mann Benno Mohr ist da also, der den Ball jetzt zum Tor hinbringen wird mit seinem linken Fuß. Und da ist jetzt alles im Strafraum postiert. Flanke hinein auf ersten Pfosten. Fetschi köpft ihn da erstmal direkt zurück dahin, wo er gekommen ist. Und der Ball geht sogar ins Seiten aus. Da ist der Pirmasenser erst gar nicht wieder rangekommen. So viel Wucht hatte dieser Kopfball von Matthias Fetsch. Und den Einwurf versuchen wir jetzt natürlich nach Kräften zuzustellen, damit wir da jetzt nichts zulassen bei den Pirmasensern auf der rechten Außenbahn. Jetzt werfen sie da ein. Was können sie da machen? Wir holen den Ball da erstmal zurück. Florent Bojai hat den Ball da gut behauptet, hat er sehr stark gemacht. Und jetzt tatsächlich die Situation aufgelöst. Luka Garic, gegen 3 oder 2 Leute war es dann zu viel, wurde er gedoppelt. Und jetzt Pirmasens mit einem Schuss ihrerseits mal aus der Distanz. Ja, haben sie gedacht, was unser Tunay Dennis kann, das kann ich auch. Aber sie haben falsch gedacht, denn das können sie nicht. Denn das war schon ein Geniestreich, das kann man gar nicht anders sagen. Das Tor hier wurde vorbereitet und Fetsch, der musste dann verwandeln. So, jetzt gibt es den Wechsel und ich glaube, da
kommt Albrecht, sehe ich gerade, oder? Wer kommt da noch? Lukas Albrecht, also ich habe ja gerade eben noch gemutmaßt, was macht man jetzt? Versucht man weiter Druck zu machen oder versucht man eher jetzt eine Spur defensiver zu spielen? Das ist die Antwort. Matthias Fetsch geht raus, hat ein starkes Spiel gemacht, viele Bälle festgemacht, die Defensive beschäftigt und eben dieses wichtige goldene Tor bis hierhin geschossen. Geht da jetzt also raus und für ihn kommt Lukas Albrecht rein, den Serkan Firat auch im Interview nach dem letzten Spiel nochmal besonders hervorgehoben hat, weil er gesagt hat, der kommt rein und köpft, der gewinnt er erstmal rotzfrech jedes Kopfballduell und köpft da erstmal alles raus, was reinkommt. Und genau das soll er wahrscheinlich jetzt auch machen gegen die großgewachsenen Pirmasenser, die jetzt natürlich immer mehr in den Strafraum hineinschmeißen werden. So ist er, der deutsche Meister im Jugendbereich. Ich glaube, es war in der U19, damals mit Hansa Rostock. Damals war er noch Stürmer und er hat das Ding gemacht, er hat getroffen. Jetzt kommt er aus OFC noch einmal mit Boyai, ja, dem Torschützen aus dem Auswärtsspiel in Groß-Asbach. Vorne in die Mitte reingesteckt, vielleicht jetzt der zweite Ball, kriegt er den noch? Tatsächlich versucht er ihn da an sich zu reißen, aber erst einmal die Pirmasenser mit dem Befreiungsbemühen, so will ich es mal sagen. Zu Recht will es nicht gelingen, es geht hin und her. Und der OFC, ja, auch jetzt mit großer Leistung hier, kämpferischen, was die Defensivarbeit angeht. Und dann ist Pirmasens durch auf der rechten Seite. Ja, jetzt geht es dann schon tief in die offenbare Hälfte hinein, aber Schluss mit lustig. Und da haben sie gut aufgepasst. Das war Karpstein. Und jetzt gibt es Freistoß für Pirmasens. Ah, Karpstein hat da gerade laut aufgeschrien. Und für mich sah es so ein bisschen so aus, als könnte ihm jemand auf den Knöchel gestiegen sein. Und ja, aber ich glaube, es war dann doch eher der Erschreckensschrei als ganz schlimme Schmerzen schreibt, wobei er ist noch nicht wieder aufgestanden. Ich habe so das Gefühl, du hast mehr Schmerzen als er. Du, pass auf, der steht nämlich gleich wieder auf. Guck, da ist es. Ja, okay. Also ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja. Ich wollte gerade eben noch was sagen. Lukas Albrecht, für alle, die dies interessiert, hat sich da im defensiven Mittelfeld eingereiht. Klar, der ist jetzt dafür da, um bei Freistößen die Bälle rauszuköpfen. Aber das haben wir auch schon im letzten Spiel gesehen. Der wurde auf einer neuen Position angelernt. Also auf der 6 haben wir ihn bisher noch nicht gesehen. Eher Innenverteidigung oder Sturm. Und jetzt also auf der 6. Rhythmisches Klatschen, das bedeutet die nächste Pirmasenser Standardsituation. Freistoß, Flanke von der Außenbahn hineingeköpft. Jalen Jetzki erst mit dem Kopf dazwischen, aber nicht so richtig konsequent. Da geht ein Pirmasenser im Strafraum zu Boden, da wird Elfmeter gefordert. Schiedsrichter winkt aber ab und sagt, nee, das war zu wenig. Und ich sag mal so, wenn der Schiedsrichter auf Elfmeter entschieden hätte, dann wäre ich jetzt zumindest nicht mit Schaum vom Mund durch die Gegend gesprungen. Das sah schon nach einem intensiveren Zweikampf aus. Aber gut, ja, zum Glück gab es keinen Elfmeter. Das, was zählt, ist, dass die 1 steht und auf der anderen Seite steht die 0. Die 1 steht, die bei uns, ganz klarer Fall. Und jetzt gehen wir gleich dann in die 80. Minute. Das heißt, es sind noch 10, 11, vielleicht 12 oder 13 Minuten zu spielen. Aber das traue ich dem OFC allemal zu. A, dass er das Ding so hält, denn hinten haben wir eigentlich eine sehr, sehr ordentliche Leistung abgegeben. Und ich traue ihm auch zu, dass wir nochmal einen oben drauflegen. Ja. Pirmasens, natürlich die Blase jetzt nochmal zur Schlussoffensive, haben nochmal gewechselt. Luka Dimitrijević ist rausgegangen. Ich habe noch nicht ganz erspähen können, wer reingekommen ist, aber der Stadionsprecher wird es mir gleich sagen. Derweil kommt der OFC über die rechte Außenbahn nach guter Kopfballablage von Boyai auf Serkan Firat. Rechte Außenbahn zieht jetzt in die Mitte hinein. Serkan Firat geht jetzt aber eher zur Grundlinie. Ja, aber da verstolpert er sich so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, Pirmasens haben da jetzt ihren Schaff, den Ball da hinten rauszubekommen. Ja, aber jetzt pressen wir sie nicht so richtig. Das heißt, jetzt kann er den Ball dann doch rausschlagen. Jelen Jetski und Albrecht ist das, der den Ball da erstmal festmacht. Oh, und Hunter Dennis mit dem Ballverlust. Und jetzt läuft der Pirmasens Express. Und Albrecht, ja, geht er dazwischen. Aber jetzt kommen sie doch ganz gefährlich. Flanke hinein in den Strafraum auf den zweiten Pfosten. Ronny Marcos köpft da erstmal raus. Ganz wichtige Klärungsaktion. Und Ronny Marcos zum zweiten hat er den Ball da jetzt rausgeklärt. Wichtig. Jetzt muss er umschalten. Jetzt muss der Angriff eingeleitet werden über die linke Seite. Und das kommt jetzt auch genau über die linke Seite. 40, 45 Meter der Pass. Aber der geht dann hinten runter bei Benjamin Reitz, dem Schlussmann, hier der Pirmasenser. Und da ist er wieder. Albrecht hat also den Ball hier erneut nach vorne gespielt. Allerdings kaum Raumgewinn. Auf engstem Raum versuchen sie die Offenbacher hier jetzt, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Und dann ist er doch ganz, ganz hinten gelandet beim Schlussmann der Pirmasenser. Also, wir schauen zur Uhr. Die 81. Minute läuft. 1:0 für der OFC nach wie vor. Naja, und meine Kollegen, die müssen heute ein bisschen früher gehen, denn die haben einen weiten, weiten Weg, denn die Mixzone, die ist genau dort hinten. Also genau diagonal hier sozusagen einmal übers Spielfeld. Dann wollen sie natürlich für euch die Interviews hier einfangen. Und das wird euch interessieren, wie die Mannschaft darauf reagiert hat. Aber noch ist nichts gewonnen. Noch wollen wir erstmal ganz genau hinschauen. Und noch hat der OFC hier die Möglichkeit, erst einmal zu verteidigen. Nämlich jetzt die Ecke und dann eben noch einen draufzulegen. Zumindest ist es
angerichtet. Wir könnten und würden gerne den Dreier mitnehmen. FKP, FKP, schallt es hier durchs Stadion auf der Husterhöhe. Also Anfeuerungsrufe. Sie wollen natürlich in den Schlussminuten jetzt ihre Mannschaft nochmal vorne sehen. Da kommt die Flanke vorne rein. Naja, aber erst einmal abgewehrt auf offenbarer Seite. Garic, der rückt jetzt hier mit auf. Und dann muss Pirmasens ganz von hinten neu aufbauen. Gizé. Hier auf der linken Bahn hat er den Ball am Fuß abgespielt. Jetzt vielleicht die Flanke vorne rein ins Zentrum, aber das wird nie und nimmer was. Kommt direkt in die Fänge von Ronny Marcos und er hat dort viel, viel Zeit. Ja, und spielt den Ball über 25, 30 Meter auf Serkan Firat. Schön mitgenommen aus der Luft. Ja, ja, ja. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt vielleicht nochmal abspielen. Serkan Firat erneut. Ja, hintenrum. Warum denn nicht? Ja, jetzt erstmal zurück auf Malte Karpstein. Er spielt jetzt ganz zurück auf Flauder. Der sollte jetzt wahrscheinlich den Ball weit nach vorne schlagen, denn dann wird er jetzt gepresst. Nein, auf Tunay Dennis. Oh, Tunay Dennis, ja. Die haben Nerven, die Jungs, oder? Unsere Jungs haben Nerven. Ja, aber es war erfolgreich. Stefan Flauder mit einem wunderbaren Ball links raus auf Ronny Marcos. Der kann jetzt gehen. Ah, Florent Boja, er versucht den Ball da zu behaupten. Und ja, der Schiedsrichter pfeift diese Aktion jetzt. Da war die Aktion eigentlich schon abgepfiffen. Und dann ist er dann doch nochmal der Kapitän der Pirmasenser, glaube ich, David Becker, nochmal gegen Garic, glaube ich, in den Bodenzweikampf gegangen. Aber haben sich da schiedsrichterlich dann doch noch geklärt, sozusagen. Und dann gibt es jetzt den Freistoß. Ja, 2 Meter über der Mittellinie in der Hälfte der Offenbacher schon. Und ja gut, irgendjemand muss den Freistoß ausführen. Da, jetzt marschiert da jemand hin, die Nummer 16. Das ist auf Pirmasenser Seite Sascha Hamann. Und er wird den Ball jetzt hineinprügeln in den Strafraum. 7,5 Minuten noch, offiziell zu gehen. Freistoß Pirmasens von der rechten Seite, der kommt jetzt vorne. Ja, hätte ich gesagt, rein. Nein, nein, nicht rein, sondern raus geht er nämlich ganz hier auf die linke Seitenauspahn. Und da gibt es natürlich Einwurf dann für den OFC. Und da hat es jetzt niemand so richtig eilig, dahin zu traben, um den Ball jetzt hier vielleicht schnell nach vorne zu spielen. Warum denn eigentlich auch? Denn ja, jetzt gilt es natürlich, das Ding sauber hier über die Bühne zu bringen. Dann noch knapp 7 Minuten offiziell zu gehen sind. Der OFC führt 1-0. Jetzt weiter Schlag von Tunay Dennis. Erst einmal nach vorne bis über die Mittellinie. Ja, Serkan Firat im Kopfballduell. Und dann ist Tunay Dennis da erneut an der Kugel. Die Pirmasenser kommen. Aber schön aufgepasst von Zelenjetski, der Pole. Er hat geklärt. Ja, so ist es. Also wir gehen hier auf, wirklich auf die absolut finalen Schlussminuten zu. Pirmasens, die machen natürlich Druck. Unsere Leute, die halten da dagegen mit allem, was sie haben. Und jetzt kommen sie aber doch nochmal zur Grundlinie, Flanke hinein in den Strafraum und rausgeklärt von Malte Karpstein. Tut mir leid, da ist mir kurz die Stimme weggebrochen. Kasper, du musst ruhiger werden, du musst ruhiger werden. Der OFC, der macht das, macht dir keinen Kopf, Mensch. Ja, ruhiger werden, das ist so leicht gesagt. Also, wenn wir schon so 5 dieser Spiele in dieser Saison gewonnen haben, dann bin ich da vielleicht auch ein bisschen entspannter. Jetzt aber die nächste Aktion, Hamann bringt den Ball da hinein, aber abgefälscht. Und Flauder holt sich dann die Kirsche, nimmt den Ball, knetet ihn ein bisschen. Er gibt nochmal Zelenjetski noch einen kleinen Klaps. Macht auch nochmal so einen Ausfallsprung, der Flauder. Und jetzt kommt dann der weite Abschlag. Allerdings nicht allzu hoch angesetzt. Und so geht er direkt in die Fänge hier der Pirmasenser. Und die versuchen das Kügelchen hier erst einmal in den eigenen Reihen zirkulieren zu lassen. Das ist natürlich angesichts dieses Spielzeitpunkts nicht die richtige Idee. Und so kommt der OFC auch wieder hier in die Möglichkeit, den Ball zu bekommen. Aber schon ist wieder andersrum. Das heißt, die Blauen. Und jetzt geht's hin und her. Einmal rum. Einmal blau, jetzt Querschläger, Donnerschlag. Also das sah nicht gut aus, was die Offenbacher da gemacht haben. Da kommt er dann vorne rein, aber Zelenjetski erst einmal geklärt. Eieiei, also ein bisschen Präzision, das täte jetzt im Spiel ganz gut. Und da ist er wieder, Tunay Dennis. Also, und Serkan Firat, ja, über den Kreisel sozusagen, Francesco Calabrese, ja, nach vorne gespielt auf Boyai. Ja, ja, aber er dotzt nicht nur auf, nicht richtig auf, sondern er springt auch nicht richtig weg von einem. Also der Ball, der klebt eigentlich hier. Wirklich am Fuß und am Rasen. Und jetzt der OFC. Ja, muss ich erst einmal so richtig hinten raus befreien. Die Pirmasenser natürlich. Haben sie richtig aufgemacht, ganz klar. Denen ist jetzt egal, ob sie noch einen fangen. Sie versuchen jetzt alles hier. Aber so recht will das nicht gelingen. Denn die Offenbacher stehen natürlich dicht und sie stehen eng. Und sie stehen vor allen Dingen ja taktisch gut und diszipliniert. Ja, aber nichtsdestotrotz, es macht mir ein bisschen Kummer. Pirmasens kommt über die rechte Außenbahn. Da versucht jetzt in Flankenposition zu kommen, bringt die Flanke hinein. Aber die, ja, die müsste doch im Tor aus gewesen sein eigentlich. Aber jetzt ist sie es, zum Glück. Jetzt gibt es nichts mehr zu diskutieren, ob sie im Aus sein könnte. Nein, nein, sie ist doch
deutlich im Aus. Und es sind noch 4,5 Minuten offiziell zu gehen. Immer noch führt der OFC 1-0 auf der Husterhöhe. Unterm Strich, naja, vielleicht ein bisschen glücklich, denn es musste ein Geniestreich her. Wer es nicht mitbekommen hat, fast von der Mittellinie zieht da Tunay Dennis ab, haut das Ding ja da oben rein und Fetsch, der muss dann sozusagen den abgeprallten Ball nur noch verwerten. Nur noch, sagen wir. Das musst du auch erstmal machen, da musst du erstmal stehen. Also insofern, erst einmal tolle Geschichte, 1-0 für den OFC. Weiter geht's jetzt erst einmal mit Pirmasens, Fragezeichen. Ja, und die gehen da jetzt gegen Ronny Marcos ruppig zu Werke. Der geht da zu Boden, aber holt da keinen Freistoß, sondern nur einen Einwurf raus. Der Schiedsrichter gesagt, es ist nicht genug. Und der OFC, natürlich hat er jetzt Zeit. Tunay Dennis trabt dahin. Ah nee, es ist doch ein Freistoß, den sie da bekommen haben. Ja, Tunay könnte auch nochmal direkt draufhauen. Ich meine, das bringt jetzt auch nochmal ein bisschen Zeit. Ah, Tunay Dennis, was macht er jetzt? Ja, weiter Ball nach vorne Richtung... Ja, Boja, das ist jetzt nicht das absolute Kopfballungeheuer. Wobei er schon ein paar Mal gezeigt hat, dass er Bälle auch gut festmachen kann. Aber Tunay Dennis holt sich den Ball tatsächlich direkt zurück. Kann er ihn behaupten? Ja, mit dem Zidane-Trick und dann ist der Ball weg. Das war jetzt nicht die Aktion, die ich da gerne gesehen hätte in der Situation. Zidane-Trick, ja. Rechter Außenbahn, da ist jetzt Pirmasens. Sie haben jetzt im Zentrum viel Zeit und Raum, den Ball da hineinzuschlagen. Flauder! Oh, stark, Stefan Flauder, segelt da heran. Ganz schön hochgeschraubt, der Kerl, mein lieber Mann. Heute ganz Froschgrün. Aber gut, er hat die Situation gemeistert und er hält jetzt den Ball erst einmal richtig fest. Und dann wird der Abwurf kommen. Ja, der kommt aber auch über 50 Meter, also über die Mittellinie, hat er da geworfen. Und Garic, der versucht, das Spielgerät hier auf Vierer zu spielen. Das hat auch funktioniert. Jetzt geht es ins Zentrum. Bojai mit Tunay Dennis. Da kam der Fehlpass, bringt Pirmasens hier erneut ins Spiel. Also die kommen ihrerseits über die rechte Bahn und dann ja, ist der Ball im Aus, hätte ich fast gesagt. Und da ist er auch tatsächlich im Aus. Da jetzt noch 2,5 Minuten offiziell zu gehen sind und der OFC noch immer 1-0 in Führung liegt. Ja, Fetchinho, er hat getroffen nach, ja, big. Es ist... Ja, eben von Tunay Dennis. Du hast einen Big vergessen, würde ich sagen. Eins habe ich vergessen, stimmt, da hast du recht. Also zu Recht angebackert, eins habe ich vergessen. Ja, dass ihr den Lars gerade ein bisschen länger am Stück gehört habt und dass ich ihm nicht ins Wort gefallen bin, lag daran, dass ich ein bisschen hier meine Sachen schon zusammenpacke, weil Lars hat es ja schon gesagt. Du musst öfter deine Sachen zusammenpacken. Jetzt aufpassen, dass da nichts anbrennt. Aber nee, du hast sie erst mal rausgeschlagen und schon ist er wieder zurück. Also es ist so ein bisschen wie beim Tennis, es geht immer hin und her. So richtiger Spielfluss ist da nicht zu erkennen auf beiden Seiten. Die Pirmasenser versuchen es ungestüm, naja, da sieht man es wieder. Also das sieht nicht richtig gefährlich aus. Die Offenbacher stehen allerdings hinten auch recht gut. Naja, aber... Noch ein Türchen, das täte uns richtig gut, denn das wäre dann die endgültige Entscheidung, da wir jetzt noch 1,5 Minuten offiziell hier auf der Spielzeituhr haben. Und jetzt erst einmal neu eingeleitet. Ja, Freistoß wird es geben für Sobotta. Ja, Lars, ich muss hier gerade nochmal einen Auftrag erteilen, nämlich du musst es jetzt zu Ende babbeln. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Du hast ja gesagt, der Weg wäre lang und weit, dann gehe ich lieber jetzt mal langsam los zu den Interviews. Das heißt, ich verabschiede mich schon mal und hoffe, dass der Lars das hier sauber über die Bühne bringt. Die Kamera und das Mikro mit, damit ihr die Interviews einfangen könnt. Und wir bringen das Ding jetzt hier sauber zu Ende, da bin ich ganz, ganz sicher. Also, jetzt schauen wir mal. Da die 90. Minute jetzt gleich in diesen Sekunden anbricht. Also der OFC im Vorwärtsgang mit Serkan Firat über die linke Seite. Ja, im Verbund mit Sobotta, der dreht sich, geht erstmal den Ball noch einen Schritt zurück. Dann richtig vor Strafraumgrenze gespielt, erneut. Sobotta, was macht er? Links vorbei, rausgelegt. Jetzt muss die Flanke kommen, ins Zentrum rein. Und dann vielleicht direkt abnehmen. Tor! Da ist das Tor! Das ist die Entscheidung! Tunay Dennis mit seinem zweiten Geniestreich. Das ist the man of the match. Da gibt es keinen Zweifel. Da hat er erst das Ding eingeleitet. Und jetzt vollstreckt er selbst. 2-0 für der OFC. Das war's, der OFC. Er wird auf jeden Fall hier den Dreier ziehen. Da gibt's nichts, aber auch gar nichts, was uns da noch bremsen könnte. Also, so haben wir uns das vorgestellt. Es war nicht alles Gold, was geglänzt hat. Es hat nicht alles funktioniert. Der Spielfluss, ja, er war über weite Strecken so nicht erkennbar. Aber wenn du dann nicht richtig im Spiel bist, ja, dann musst du trotzdem vielleicht irgendwie das Ding erzwingen. Und genau das hat sich Tunay Dennis gedacht. Und so hat er das gemacht. Und jetzt hat er einen draufgelegt. Also wunderbare Geschichte. Der OFC hat sich immer schwer getan hier in Pirmasens, aber heute wird er den Dreier mit aus der Husterhöhe nehmen. Und das ist jetzt gelungen. Das war's. Der OFC bringt den Dreier mit nach Hause. Ich sag, macht's gut. Ciao, ciao. Am Mikro verabschiedet sich Lars Kissner.